Hochschwingende Energetisierung von Kristallen für Fukushima. Tisha Crowder, eine Schamanin und Erdenhüterin, hat uns alle dazu aufgerufen, mittels Kristallen mitzuhelfen, diese radioaktive Strahlung zu neutralisieren und somit eine äußerst bedrohliche Gefahr der weltweiten Verseuchung mit Radioaktivität zu verhindern. Unsere Gäste Manuela Geiswinkler und Ingenieur Herbert Klanschnick unterstützen diese Aktion und werden uns darüber etwas berichten. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von CryptoTV. Heute wollen wir uns einem ganz speziellen Thema widmen. Es gibt viele von Menschenhand gemachte Katastrophen. Eine davon ist Fukushima. Leider ist wieder dieses Ereignis aus den Köpfen der Menschen weit, weit weg. Und weil seit den Atommahnwachen im Jahre 2011 und bei der Aktion Kristalle für Fukushima die erdumspannend im Jänner 2014 das Licht der Welt erblickte, nun so viel Zeit vergangen ist, möchte ich dieses Ereignis wieder bei den Menschen ins Bewusstsein rufen. Also, wie begann alles damals in Fukushima? Als Nuklearkatastrophe von Fukushima werden eine Reihe katastrophaler Unfälle und schwerster Störfälle im japanischen Kernkraftwerk Fukushima Daiichi, das bedeutet Fukushima 1, in Ökuma und deren Auswirkungen bezeichnet. Die Unfallserie begann mit den Tohoku-Erdbeben am 11. März 2011 um 14.47 Uhr Ortszeit und lief gleichzeitig in 4 von 6 Reaktorblöcken ab. Im Block 1 bis 3 kam es zu Kernschmelzen. Große Mengen an radioaktivem Material, etwas mehr als das Doppelte von Tschernobyl, und ca. 42% der CS-137-Emissionen von Tschernobyl wurden freigesetzt und kontaminierten Luft, Böden, Wasser und Nahrungsmittel in der land- und meerseitigen Umgebung. Ungefähr 100.000 bis 150.000 Einwohner mussten das Gebiet vorübergehend oder dauerhaft verlassen. Hunderttausende in der landwirtschaftlichen Betrieben zurückgelassene Tiere verendeten. Aufgrund einer Abschätzung der Gesamtradioaktivität der freigesetzten Stoffe ordnete die japanische Atomaufsichtsbehörde die Ereignisse auf den internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse einige Tage nach der Katastrophe mit der Höchststufe 7. Also ein katastrophaler Unfall ein. 4 von den 6 Reaktorblöcken des Kernkraftwerks wurden durch die Unfälle zerstört. Die verbliebenen Blöcke 5 und 6 werden auf Anordnung von Ministerpräsident Abe endgültig stillgelegt. Die Entsorgungsarbeiten werden voraussichtlich 30 bis 40 Jahre dauern. Die Kosten der Katastrophe belaufen sich auf über 150 Milliarden Euro laut Frankfurter Allgemeine. Beziehungsweise werden von Focus und NTV auf rund 187 Millionen Euro geschätzt. Die radioaktive Strahlung wirkt Millionen von Jahren, bis sie wieder abgebaut ist. Gibt es dafür Lösungen, dass man es vorzeitig beenden kann? Es gibt Menschen, die machen sich darüber Gedanken. Ich habe mal im Internet nachgesehen, was es da an Lösungen gäbe und bin da auf zwei sehr interessante Menschen gestoßen. Ich möchte euch nun die Frau Manuela Geiswinkler vorstellen. Hallo. Manuela. Was machst du so und wie bist du überhaupt zu dem Thema Fukushima gekommen?
Also es ist mir schon einige Jahre lang ein Bedürfnis, mich für die Menschen, für die Tiere, für die Erde und für die Umwelt einzusetzen. Und aufgrund dessen bin ich draufgekommen, dass es da an vielen Dingen mangelt. Und dahingehend habe ich dann im Juni 2013 meine Erdenengelagentur gegründet. Und bin natürlich viel im Internet und habe viele Kontakte. So bin ich dann auch zu dem Aufruf gekommen, Kristalle zu sammeln. Und ein Erdenengel von meiner Agentur, der Ingenieur Herbert Klantschnick, hat sich sofort bereit erklärt, dass er mit mir gemeinsam eben die Kristalle energetisieren, dann noch in einer bei unserem Freundeskreis, den ich 14-tägig anbiete hier in Salzburg. Das ist eine weitere Gruppe dann. Das ist eine Gruppe, genau. Wir treffen uns 14-tägig in Salzburg und die Daten findet man dann alle auf meiner Website, die ihr dann wahrscheinlich einblenden werdet. Ja, wir haben am Schluss dann vielleicht noch einblenden. Genau, ganz richtig. Genau. Da sind alle Informationen drinnen. Da steht das Video von der Kisha Grauter. Das ist eine Schamanin aus Amerika, Little Grandmother genannt, die hat den Aufruf gestartet, dass wir eben weltweit Kristalle sammeln, diese dann mit Gebeten und dem Auftrag programmieren, dass sich die Kristalle mit allen Kristallen weltweit verbinden und somit können wir die Radioaktivität neutralisieren. Weil das Ganze ist ja in den Medien ziemlich totgeschwiegen, aber die bedrohlichen Auswirkungen, die sind halt schon wesentlich massiver, als uns überhaupt mitgeteilt wird. Okay, und kommen wir gleich zum Herrn Ingenieur Herbert Klantschnick. Sie haben sich da angeboten, auch diese Kristalle sozusagen zu energetisieren oder programmieren, dass das dann Information bekommt und in Fukushima dann wirken kann, oder? Das ist richtig. Muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich beschäftige mich jetzt mittlerweile schon seit 6 Jahren mit der energetischen Wirkung von Kristallen auf den Menschen. Ja. Und in dieser 6-jährigen Beschäftigung von mir mit dem Thema Kristalle für die energetische Gesundheit von Menschen bin ich also drauf gekommen, man kann diese Kristallenergie auch übertragen. Das mache ich seit ungefähr 7 Monaten in einer weltweiten Anwenderstudie. Das heißt, feinfühlige und aufgeschlossene Personen haben die Möglichkeit, mir ein Foto mit Geburtsdatum, Geburtsort und Name zu schicken. Und das lege ich dann zu einer vereinbarten Zeit, meistens am Abend 9:30, kurz vorm Schlafengehen, für 12 Minuten auf das rotierende Kristallgerät. Und die Rückmeldung von den meisten Menschen ist sehr, sehr positiv. Eine ganze Mappe voll von 150 Personen, aber 120 interessante Rückmeldungen, die angefangen von Kribbeln in den Händen, Chakren, Energetisierung, Meridianausgleich. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, mit gewissen Biofeedback-Messungen diese positive Energieanhebung tatsächlich sichtbar zu machen. Da könnten wir noch vielleicht so ein kleines Live-Experiment machen, dass dann die Zuseher sehen, wie das Gerät funktioniert. Ich habe genau für das hier heute ein Bild von einer Person, die ist mit einem guten Freund von mir gerade in München draußen und die hat gebeten, ob ich das unabhängig von der Fernsehsendung heute, ob ich das eventuell machen würde, weil sie sich einfach schlecht fühlt, aber trotzdem sehr feinfühlig ist. Ja, bevor wir da vielleicht das Live-Experiment machen, dass der Zuseher sieht, wie das eigentlich funktioniert, hätte ich noch eine Frage an dich, Manuela. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Die Aktion heißt ja eigentlich Kristalle für Fukushima, was ihr euch da ins Leben gerufen habt. Genau. Was macht ihr da? Habt ihr da gewisse Veranstaltungen oder habt ihr ein Treffen dann, wo ihr euch trefft und die Menschen, die Kristalle, sollt ihr die mitbringen? Also das Ganze hat mir einige Stunden zu überlegen geschafft, weil das war zuerst am Anfang. Jetzt wissen wir nicht genau, wie tun wir da jetzt am besten. Und wir, also der Ingenieur Herbert Klantschnick energetisiert den dann und wir werden diese Kristalle dann am Montag bei unserem Freundeskreis im Mesnerhaus in Liefering, aber die Adresse und die Zeit und alles steht dann auf der Website drauf. Und dann auch einblenden in Abspann. Genau. Und diese werden dann alle Teilnehmer mit Liebe programmieren
und mit dem Auftrag, sich weltweit mit allen Kristallen zu verbinden und auch mit den Kristallen, die mittlerweile bereits in Fukushima sind, weil es sind schon etliche heruntergeschickt worden, mhm. auch von anderen also Personen. Also ist schon passiert. Ja, ja. Aha. Ja. Und diesen Auftrag, den programmieren wir dann in die Steine hinein. Und es kann natürlich auch jeder selbst seinen Kristall, den er zu Hause hat, mitbringen am Montag. Und den dann ebenfalls so programmieren. Anschließend werden dann alle Kristalle, die wir schon programmiert haben, mit Liebe und dem Auftrag, werden dann energetisiert. Ihr seht ja jetzt, da ist auch Rosenquarz und Amethyst, das ist ja ein bisschen so ein Bergkristall. Genau. Welcher Stein das ist, ist eigentlich ganz egal. Also es sollte ein echter, natürlicher Stein halt sein, oder? Ein Quarzstein wäre gut. Okay. Also, es schaut dann einfach so aus, Sie programmieren oder machen mit dem Kristallgerät und der Tafel da, was Sie da gemacht haben, die Steine mit dieser Bobis-Einheiten-Anhöhung und ihr beim Freundeskreistreffen alle 14 Tage, glaube ich, ist das, oder? Wir haben das 14-tägig, aber die Programmierung der Steine machen wir jetzt nur am Montag, den 9. Dezember. Okay, und wie viel Platz oder wie viele Menschen können da eigentlich kommen? Also wir haben da 50, 60 Personen haben da Platz, aber es muss ja nicht jeder persönlich dabei sein. Es ist natürlich schön, wenn man persönlich anwesend ist, aber wenn man jetzt aus Deutschland ist oder irgendwo anders her von Europa oder auch weltweit, ganz egal, es kann ja jeder sich gedanklich mit uns und den Steinen verbinden. Höchstwahrscheinlich hat auch jeder selbst einen Stein zu Hause, den kann er in die Hand nehmen und kann einfach mitmachen unserer Aktion, bei unserer Programmierung. Also, es wäre vielleicht noch gut, wenn man sich mit den Devas von den Steinen verbindet und diese dann bittet, den Auftrag anzunehmen, die nukleare Verstrahlung weltweit einfach zu neutralisieren. Das und macht sie dann in einer meditativen Stimmung, richtig, und schenkt genau, Liebe und genau, positive Gedanken richtig, dann rein. Weil wenn man sich das Video von der Kisha Crowther, von der Little Grandmother anschaut, dann sagt sie, Liebe ist die höchste Frequenz. Es ist das höchste überhaupt, was es gibt. Werden wir vielleicht am Schluss noch einblenden oder sollen wir da einen Link ist halt alles dafür? Auf der Website drauf. Auf der Website, dann werden wir das abspannen auf der Website und präsentieren und können sich das Video dann anschauen. Vielleicht auch den Text dann, wie wir die Steine programmieren. Mhm. Also man findet auf der Website wirklich alles. Sehr schön, das ist eine Schamanin, die Little Grandmother, die hat das dann eigentlich hauptsächlich initiiert. Die das hat sie dazu gestoßen. Dann. Also das ist nicht nur einfach jetzt ein regionbezogener Aufruf, das ist ein weltweiter Aufruf. Wir wollen das halt jetzt dann für Österreich und für südliche Deutschland übernehmen und mal schauen, was für eine Resonanz drauf besteht sozusagen. Okay. Aber es kann sich natürlich jeder von den Menschen an mich wenden, ich gebe gerne Auskunft. Und entweder telefonisch oder per E-Mail oder per Skype, jeder wie er will. Steht alles auf meiner Website drauf. Und wie angekündigt, trafen sich ein paar Wochen danach alle Teilnehmer zum sozialen Engagement Kristalle für Fukushima. Sie programmierten dort ihre Kristalle und lernten zusätzlich viel über Pendeltechniken. Was alles mit der Sanshivini-Behandlung möglich ist, wie man die Bobis-Einheiten ausrechnen kann, wie man seine Kristalle einsetzt und vieles andere mehr. Ich bitte euch, die Qualität von einigen Stellen des nachfolgenden Videos zu entschuldigen, da sie keine TV-Qualität vorzuweisen hat. Die Gruppe Freundeskreis hat mich nämlich gebeten, nicht mit der TV-Kamera zu erscheinen, da sonst einige Teilnehmer vor und nach der Meditation verunsichert werden könnten. Jedoch konnten wir uns dazu einigen, dass ich eine kleine Fotokamera mitbringen durfte. Aber so schlecht ist die Aufnahme dieser Dokumentation auch wieder nicht. Danke für Ihr Verständnis. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt sind wir in Meisnerhaus in Liefering. Dort findet alle 14 Tage das Freundeskreistreffen von der Manuela Geiswinkler statt. Heute haben sie das Motto Kristalle für Fukushima
Wir hatten ja schon gesehen bei Herrn Ingenieur Herbert Klatschnik, da haben wir das Kristallgerät gesehen. Dort wurden die Steine jetzt mittlerweile vorprogrammiert. Jetzt beim Freundeskreistreffen werden alle Teilnehmer in Meditation die Kristalle mit Liebe füllen. Ich bin schon sehr gespannt. Also jeder, der sie dann am Kristall mit nach Hause nimmt, also ich würde vorschlagen, es nimmt sie jeder am Bergkristall, am Amethyst und am Rosenquarz mit. Dann kriegt er die Übertragungskarte, was der Herbert extra am Samstag noch besorgt hat, ist extra nach Halle gefahren und hat die Übertragungskarten von Giangiovini gekauft, besorgt für uns. Und dann hat der Herbert noch Informationen bereitgelegt für uns alle. Und zwei Fotos von den Kühlbecken in Japan, dort wo die Kristalle jetzt schon drinnen sind. Und unsere Programmierung läuft jetzt folgendermaßen ab, dass wir, das machen wir dann noch dem, was der Herbert vorzeigt, dass wir die Kristalle so, wie soll ich sagen, mit Liebe zusätzlich energetisieren und den Auftrag geben, dass sie mit den Kristallen, die jetzt bereits im Kühlbecken drinnen sind, verbinden und eine andere Rolle nehmen. Und für das Set, also drei Kristalle, dann die Informationen, dann die zwei Karten von den Kühlbecken und die Übertragungskarten. Genau. Das, was ich an der Energetisierungsgeschichte für die Fukushima-Sache gemacht habe. Prinzipiell, das Ganze, was ich hier sozusagen gemacht habe, ist so aufgebaut. Bei mir zu Hause habe ich also zwei Räder, eins für den Fußbodenbereich, eins für den Kopfbereich. Das obere Gerät holt positive Himmelsenergie runter, von unten kommt positive Erdenergie herauf und alles, was da in der Mitte drinnen ist, wird sozusagen dadurch energetisiert. Die Energetisierung kann man mittlerweile mit gewissen Geräten schon sehr gut nachmessen, das Test und so weiter. Das ist also keine esoterische Wunschgedankengeschichte, sondern tatsächlich naturwissenschaftlich sozusagen erwiesen. Also prinzipiell habe ich hier also ein System für den Kopfbereich, eins für den Fußbereich und interessant dazu, ich kann diese Energie auch per Foto weltweit übertragen. Das erste Mal, dass ich darauf aufmerksam gemacht worden ist von einer Dame, die habe ich kennengelernt bei einem hochrangigen Kurs über spirituelles Heilen bei Dr. Dietrich Stenzel in Kärnten und nur zu dem Zeitpunkt, wo ich das mit ihr gemacht habe, war sie gerade in Singapur und ich in Wien. Ja, ich habe gesagt, wenn wir uns damals kennengelernt haben, habe ich nur das obere Kopfgerät gehabt und das untere noch nicht. Und ich weiß, sie ist sehr feinfühlig, weitsichtig, Heilerin, Energetikerin und so weiter. Und sie hat mich dann drauf gebracht, nimm doch ein paar Bügel von mir, steck es ein, wenn ich irgendwas gespürt habe, ich dir rückhören. Funktioniert, ich kann es bestätigen. Danke schön. Und aufgrund von dieser einen Rückmeldung habe ich dann jetzt mittlerweile eine 7 Monate lange weltweite Anwenderstudie gemacht mit feinfühligen Leuten, Energetikern, Therapeuten, Heilpraktikern und eben normal. So jetzt einmal Menschen von 150 Personen habe ich 120 positive Feedbacks bekommen. Das ist schon wesentlich mehr als der sogenannte Placebo-Effekt. Gut, im Prinzip schaut also das Fußgerät so aus, innen drin Blume des Lebens, 12 Kristalle. Die Anordnung dieser Kristalle habe ich von einer sehr lieben Freundin bekommen, über ein Channeling mit Erzengel Michael. Hat ihr also gesagt, die erste Gerät von mir für den Kopf, das war sozusagen ein Probetest, ob ich wirklich jetzt dann bereit bin, mich mit der ganzen Sache zu beschäftigen und die anderthalb Jahre lang mehr oder weniger hinein. Getigert in die ganze Sache, weil ich es einfach spannend gefunden habe. Und dann ist irgendwann mit der Rückmeldung gekommen, jetzt ist Zeit für den zweiten Schritt, mach was für den Fußbereich, hat mit Erdung, mit Verwurzelung zu tun, funktioniert über die Fußreflexzonen, über die Meridianendpunkte und du brauchst das Rad der Kristalle nicht neu erfinden, du hast schon mal damit gearbeitet. Und jetzt wird dieses alte Wissen sozusagen wiedergegeben. Legt diese Kristalle genauso auf in dieser Reihenfolge. Es ist wichtig, wie die Kristalle gegenüber situiert sind, dass sie wirklich eine energetische Wirkung haben. Und bei 12 Kristallen ist die mögliche Variantenreichtung, wie man das umstellen kann, 12 mal 11 mal 10 mal 9 mal 8 mal 7 und so weiter. Also da gibt es tausende verschiedene Möglichkeiten, dass es nicht wirkt und eine Möglichkeit, die ich bekommen habe, sozusagen, dass es wirkt. So arbeitet also die geistige Welt.
Gut, das waren die Anfänge. Das ist ein kleines aus Holz gebasteltes Gerät, die Kornplatte gehabt und das in den Bücherraum eingegeben und angefangen hier sozusagen dieses selbst intuitiv zu leben und damit können, ich spiele nichts, ich soll da wirklich weitermachen, was tut sie denn da? Dann habe ich Gott sei Dank in Wien draußen einen sehr schönen Freundeskreis gehabt und die haben, wenn ich spüre, ich habe Kontakte gehabt zu Leuten mit Energiemesszentren, mit Tierlerntechnologien und die haben alle gesagt, du, nein, das wird schon, nicht die Flinte ins Korn werfen, aber wenn du nichts selber spürst davon, du bist halt der Techniker, du bringst diese Idee jetzt wieder her auf die Welt und andere werden es dir dann danken. Das ist sozusagen der Ausgleich dafür. Wenn ich die Kristallenergie selber auch so stark spüren würde, wie zum Beispiel die Manuela, dann hätte ich wahrscheinlich noch ein Jahr schon aufgegeben. Aber das ist eine andere Geschichte. Gut, also das hier, wie gesagt, so schaut es also bei mir zu Hause aus. Ich habe mittlerweile ein zweites Gerät gemacht, das ich heute mitgenommen habe. Das rechte Gerät nehme ich zum Energetisieren von Gegenständen her, wo es hauptsächlich darum geht, dass ich rotierende Kristallenergie auf einen Punkt zentral zusammenbringen, wenn Menschen zu mir kommen oder ich. Okay, Herr Ingenieur Klatschnik, dann präsentieren Sie uns einmal Ihr Gerät. Gut, also im Prinzip ist es so aufgebaut, dass ich hier im oberen Kopfbereich, ich kann das hier in der Höhenverstellung für Fernenergieübertragung, davor ist einmal einen halben Meter runter, habe also hier im Kopfbereich 12 Rosenquarzkristalle, die in dieses hochschwingende, sauber gereinigte Wasser eingelegt ist. Das ist mit so einem Umkehrosmose-Membranfiltergerät gereinigt, dass also wirklich nur noch H2O drinnen ist. Aha. Keine Arzneimittelrückstände, kein Kupfer, Kalk, Zink, Blei, Mineralien, brauchen wir alles nicht. Nur reines Wasser, hochenergetisiert. Im unteren Fußbereich habe ich 12 unterschiedliche Kristalle, die genau gegenüber so aufgelegt sein müssen, wie ich es in einem Channeling von Erzengel Michael reinbekommen habe. Habe ich nie in Frage gestellt, von Anfang an so eingebaut und sofort die interessanteste Rückmeldung bekommen. Da wird man dann vielleicht einmal kurz das Bild einblenden können mit der Meridianmessung, wo man also vorher sieht, bei mir selber gemacht, 13 energetische Blockaden, 7 Minuten in das Gerät hineingestellt. Und dann nur noch eine einzige energetische Blockade übrig und die ganzen anderen Energien im Körper waren ausgeglichen. Das können also die rotierenden Kristalle machen. Das heißt, das Ganze ist eine Kombination aus sehr vielen verschiedenen Techniken, wie zum Beispiel einmal die Kristalle, die Rotation, hochschwingendes Wasser, sehr interessant. Auch so eine Eingebung, die ich, kosmische Telepathie oder wie auch sonst immer bekommen habe. Die Rückmeldung war, leg die Kristalle in ein gutes Wasser und die Wirkung wird sich verzehnfachen, verhundertfachen. Du musst nur schauen, dass du wirklich ein gutes Wasser, das heißt ein sauber gefiltertes, unenergetisiertes, vitalisiertes Wasser hast, je besser die Qualität des Wassers, desto besser werden deine Ergebnisse mit dem Kristallbrett sein. Dazu ein ganz kurzes, schnelles Experiment. Ich habe hier das Wasser, mit dem ich arbeite, und hier, das habe ich gerade eben vorhin aus der Leitung rausgenommen. Hier gibt es einen Schnelltest, das ist im Prinzip nichts anderes als eine Seifenlauge, die ist in jedem Geschirrspüler drin, in jeder Handwaschmaschine oder sonst was. Jetzt mache ich nichts anderes, als ich gebe in jedes Teil hier an so einen Spritzer, komplette Füllung hier hinein. Und das hier macht im Prinzip den Kalk im Wasser sichtbar. Das heißt, brauche ich jetzt nur so bis umeinander rühren, das hier kriegen wir über unsere normale Leitung und das hier ist das, mit dem ich arbeite. Okay? Das schmeckt da total anders. Also, die Kristalle ist mein Hobby, Wasser ist mein Beruf. Ich bin also Projekttechniker, Heizung, Klimahilfe und Sanitär. Und weiß daher natürlich, von was ich spreche, und der Kalk im Wasser ist eins von den gesundheitlichen Hauptproblemen. Wenn wir das Wasser pur nicht sauber reinigen, muss es unser Körper machen. Im Wasserkörper, der Hirnschranner, Gallschranner, das gleiche, was die Rohrleitung mit Kalk sozusagen immer kleiner macht, ist das gleiche in unsere Blutadern, Arterien, Venen, wir haben 100.000 Kilometer von diesen Dingen in unserem Körper drinnen. Und der Mensch mit dem Lauf von einem 70-jährigen Leben über das Wasser bis zu 120 Kilogramm Kalk zu sich. 10% davon kann im Körper drinnen bleiben.
Ja, den gleichen Spritzer sozusagen, aber links, aber rechts. Und wenn kein Kalk im Wasser drinnen ist, dann kann er auch nicht sichtbar gemacht werden. Okay. Ich teste das Ganze hier immer vor und nach der Anwendung sozusagen mit Schacken pendelmäßig aus. Und ganz interessant für dich, Roman, wir haben bei uns an links ja zufälligerweise, und es gibt keine Zufälle, mittlerweile weiß ich das, haben wir einen Freund von mir am Telefon gehabt, der hat einen Arbeitskollegen, war gerade in München und dieser Arbeitskollege hat irrsinnige Kopfschmerzen gehabt. Und nachdem sein Freund bei mir so eine Fernsitzung schon einmal gemacht hat und gut darauf reagiert hat, hat er gesagt, du war doch der Chip, der sagt, kannst du das PR machen? Mein erster Instinkt war, der hat um 5:30 angerufen. Um 6:03 Uhr zu mir filmen, aufnehmen und so weiter. Sag ich, bei aller Liebe, sei mal nicht besser, aber ich habe keine Zeit für das. Und gerade sage ich aus, ich habe keine Zeit, kommt auf einmal wieder diese kosmische Telepathie, überleg doch einmal, was du sagst. Es ist doch genau das, was du jetzt seit 7 Monaten machst. Du gibst anderen Menschen positive Energie über die Fernübergabe der Foto und jetzt hast du ein Fernsehteam bei dir da und genau, ich habe 4 Monate lang von einem Freund nichts gehört und eine halbe Stunde bevor die eintampfen, einkommen, kommt eine Rückmeldung, ich darf das ganz gerne mal machen, wenn es dir zeitlich ausgeht. Das folgende Video kann Ihnen nur Ausschnitte von damals über diese Fernübertragung, die Herr Klanschig eben zuvor erwähnt hatte, zeigen, da sonst dieser zweite und finale Videobeitrag zu lange werden würde. Die ganze Fassung davon mit noch vielen anderen interessanten Informationen finden Sie im ersten der zweiteiligen Videoserie auf unserer Homepage auf www.krypto.tv unter dem Titel Kristalle für Fukushima. Oder 20 oder 25.000 Bobis raufgehen. Und das ist dann schon relativ weit oben. Für die energetische Einladung eigentlich sehr wichtig. Gell? Richtig, ja. genau. Ah. So, und das, was ich jetzt dann eben kurz vorführen möchte, ein Freund hat mich gebeten, der ist gerade jetzt in München und hat einen Bekannten, der fühlt sich heute aber irgendwie schlecht. Und da hat der Robert, mein Freund, eben gebeten, kannst du mir bitte diese Person kurz aufs Kristallgerät drauflegen, hat mir über sein Handy ein Foto geschickt, dazu brauche ich noch den Geburtsnamen, Geburtsdatum, Geburtsort, das tue ich dann ausdrucken und das lege ich dann zwischen die rotierenden Kristalle. Bei dem Kristallgerät, könnte man es jetzt vielleicht kurz einmal kurz anzeigen. Okay, dann würde ich vorschauen, schauen wir mal zu dem Kristallgerät, bin okay. Auch schon sehr neugierig. Okay. Wie das dann mit Kristallen programmieren, Menschen zu vitalisieren, dann auch funktioniert. Mhm. Okay, dann schauen wir einfach mal rüber. Bis gleich. Also das Rad der Kristalle werden wir jetzt präsentieren mit zwei Experimente. Zu einem mal, wie es mit der Fernübertragung funktionieren wird. Per Foto. Per Foto, sehr schön. Und ja, danach werde ich mich noch zur Verfügung stellen. Alle machen. Jetzt machen wir so eine Fernenergieübertragung per Foto. Das habe ich jetzt im Laufe der letzten 7 Monate mit ungefähr 150 Personen weltweit gemacht. Ich bitte dann immer um ein kurzes Feedback. Was haben Sie wahrgenommen? Habt ihr überhaupt was gespürt davon? Und ich teste die Menschen immer energetisch vor und nach der Kristallsitzung aus. Im Prinzip schaut es noch vom Ding her so aus. Ich habe hier einfach nur ein Foto vom Gesicht der jeweiligen Person, den Geburtsname, Geburtsort und Geburtsdatum sozusagen. Und bei dieser Person hier, die jetzt gerade in München draußen ist, habe ich ausgetestet, bei den Chakren von oben nach runter, im Stirnchakra 60%, im Halschakra 50%, Herz 40%, Solarplexus 60%, Sakral 60% und unterhalb habe ich noch 30% und im Wurzelbereich 50%. Das heißt sozusagen, die schlechteste Energie hat diese Person hier im zweiten Chakra. Das sieht man nachher auch hier, jedes Chakra hat eine gewisse Farbe. In dem Fall das zweite Chakra wäre orange,
und ich kann hier sämtliche Farben bei der Energieübertragung sozusagen mit reinschwingen. Wenn die Person ein Problem im Kopf oben hätte, wäre es zum Beispiel violett, im Stirnbereich wäre es blau, im Halsbereich wäre es hellblau, hat die Person im Herzbereich ein Problem, stelle ich das hier auf grün ein, im Sakralbereich ist es dann orange. Und im Wurzelbereich, Fußbereich wäre es dann auf Rot. Bei dieser Person hier ist also Energiedefizit im Sakralbereich, deswegen wird die Energie hier orange von der Chakrafarbe hier mit eingeschwungen. Wenn eine Person direkt die Raltöne sitzt, kriegt er auch noch Chakrafrequenztöne zum Anhören, sodass also eine hochschwingende Kombination von verschiedenen Möglichkeiten ist. So, ich lege also hier jetzt dieses Bild hier hinauf. Schalte das Gerät ein. Rechtsdrehende Schwingung, Bewegung sozusagen. Und das Ganze dauert jetzt einen Zeitraum von 12 Minuten. Wir werden wahrscheinlich nicht alles komplett über die gesamte Zeit aufnehmen, aber so vom System her funktioniert also die Fernenergieübertragung per Foto auf den Menschen. Genau das Gleiche werde ich nachher auch ausprobieren mit einem Foto vom Reagenz, also von diesem Reaktionsbecken drinnen, wo also diese Brennstäbe drinnen sind, dass dort ebenfalls positive Energie über die Kristalle hin übertragen werden. Die Kristalle, was Sie da bei Fukushima, werden Sie wahrscheinlich dann auch so drauflegen, wie lange muss das dann auch so? 6 Minuten. Das reicht dann bei 6 Minuten. 6 Minuten habe ich ausgependelt sozusagen, was die Kristalle brauchen, um die Energie der rotierenden Kristalle aufzunehmen. Und bei den Menschen ist es auch immer gleich die Länge oder muss man ja, das auch ausprobieren? Nein, nein, das bei Menschen in der realen Anwendung gibt es einen Richtwert 7 Minuten. Dazu kriegt man dann einen zusätzlichen Kristall hier. Die Männer kriegen die gerade Energie sozusagen. Der 13. Kristall dann. Der 13. Kristall, den man in der linke energieaufnehmende Hand sozusagen gibt, der dann jeweils für eine Minute auf die einzelnen Chakren herauf hält sozusagen. Und das hier gibt es 7 Hauptchakren genau die 7 Minuten. Ist ja wunderbar. Okay. Und dann werden Zuseher, wir werden es jetzt sicher nicht die ganze Zeit jetzt da laufen lassen. Wir sehen uns das nachher gleich wieder. So, meine Damen und Herren, wir hatten jetzt mit diesem Kristallrad eine Fernübertragung nach München. Den Herrn haben wir jetzt am Telefon, an der Leitung. Und jetzt wollen wir mal nachfragen, ob der Herr Radek etwas gespürt hat. Hallo Radek, hier ist der Herbert mit der Energieübertragung. Kannst du uns bitte erzählen, ob und was du eventuell von dieser Fernenergieübertragung wahrgenommen hast? Bitte. Energiefeld, so würde ich das nennen, das sehr stark in meiner Brust gearbeitet hat. Und ein Schleier, ein Flackern in den Augen, obwohl die geschlossen waren, war es wie so ein Fernsehflackern. Ja, wir haben ja hier meine Chakren gemessen. Ja. Und da, so wie die Chakren vorher gemessen waren zu dem jetzigen Bild, haben die sich ganz schön in eine Linie positioniert. Das heißt, eine ausgeglichene Energie, kannst du ungefähr irgendetwas sagen von wo war es vorher und wie ist es nachher? Nachdem ich hier wieder aufgestanden bin, war ich doch ziemlich ermüdet, aber ich fühle mich schon fit. Okay. Das ist für mich ja auch was Neues. Also ich bin offen für dieses Thema. Ich wollte mal schauen, das ist, also ich befasse mich damit nicht sehr stark. Und aber man sieht halt bildlich, selbst auf dem Computer, aber nach der Messung, dass es halt erstaunlich ist, was es bewirkt hat. Das heißt, du hast bei dir zu Hause über den Computer irgendeine Art von Software, mit dem du... Nein, ich bin bei einem Bekannten in München, ja? Wo wir diese Messung vorgenommen haben, Aura-Messung und Chakren-Messung. Cool, okay. Und ich vermute, das hat er mit der Kirlian-Technologie gemacht. War das mit der Kirlian-Technologie? Kirlian-Gerät, genau. Ja, okay. Also da kann man das die Aura, wie gesagt, der Menschen aufnehmen. Ich befasse mich damit nicht so stark.
das sind meine ersten Erfahrungen und ja, erstaunlich. Also war durchaus zum Empfehlen, sehe ich das richtig? Ja, absolut, absolut. Gut, dann sage ich herzlichen Dank für deine Rückmeldung. War wirklich ein Wink des Schicksals oder Resonanz, dass das genau heute zu dieser Fernsehsitzung gepasst hat. Und sagen wir bitte an Robert, der dich an mich verwickelt hat, einen schönen Gruß. Wir sehen uns demnächst wieder in Salzburg. Schönen Gruß von Salzburg nach München. Tschüss. Herzlichen Dank, werde ich ausrichten. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Naja, ist doch ein interessantes Feedback. Schön. Also er hat eine visuelle und eine körperliche Empfinden dann dabei. Ja, also das habe ich auch im Rahmen meiner Studie des Öfteren gemacht, eine sogenannte Kirlian Biofeedback-Messung, bei der kann man tatsächlich die Chakren prozentgenau und auch die Aura, die Ausdehnung der Aura und auch die Farben, die Zusammenstellung messen. Und bei den meisten Personen wird das ganz schlicht und einfach ins Positive gedreht. Und das freut mich, dass das jetzt dann wirklich auf so einen kurzfristigen Weg geklappt hat. Im Normalfall sind das ganz normale Personen, die einfach nur Interesse zeigen. Und das ist einfach immer wieder erstaunlich, wie gut das wirkt und was da für Rückmeldungen kommen. Das ist sehr faszinierend. Ich freue mich schon, wenn ich es dann bei mir mal ausprobiere, weil ich kann ja noch gar nichts dazu sagen. Ja. Und schauen wir mal, wie das dann wird und dann kann ich meine persönliche Meinung dazu geben. Jetzt geht's wieder beim Freundeskreistreffen weiter, wo bald unsere Kristalle mit unseren Gedanken programmiert werden. Und wo auch Sie, trotz zeitlicher Versetzung, mitmachen können. Ja, das sieht man dann sozusagen live. Und jetzt, das weißt du noch gar nicht, Roman, der nächste Zufall, mein Freund mit seinen Arbeitskollegen, dem so dreckig gegangen ist, ist an dem Tag, an diesem Abend, bei einem dritten Freund gewesen und der ist Bioenergetiker und hat zu Hause eine komplette Messstation, mit der man Meridiane, Energien, Chakren und so weiter alles austesten kann. Und wir haben einen Test gemacht vor und einen Test gemacht nachher. So, und das nächste Bügel hier ist die Auswertung davon von seinen Chakren. Links sieht man so, wie es vorher war, also komplett außerhalb der Mitte. Und das Optimalste, was passieren kann, ist eben, wenn diese Schattenkreise schön in der Mitte, in der Prana-Röhre sozusagen versammelt sind, dann ist man energetisch und geistig in seiner Mitte, dann geht es einem gut, man fühlt sich wohl. Ja. Links vorne, rechts noch. Das hat ja wieder eine Energetiker, aber bitte, das ist nur eine Seite von 25 Seiten Ausarbeitung. Dass noch weitergegangen bin, kann ich dazu kommen, dass ich alles durchlese, was sie bei dem alles getan hat. Aber dir hat es per E-Mail geschickt worden. Und du bist ja auch im Hauptberuf Energetiker, also vielleicht liest du einmal durch und gibst mir Feedback, mir fehlt einfach die Zeit dazu. Sagst du, es ist ich frei geantwortet. Das funktioniert sozusagen. Ja, ich habe mir ja selbst da eingestellt, das war schon sehr beeindruckend. Gut, es geht weiter. Das Zweite, was ich auch noch mache, und das war eben bei diesem Kollegen, der hat eben auch die Zustimmung gegeben, dass wir sein Bild, seinen Namen für diese TV-Studie sozusagen hierher zeigen können, links sind die Werte, die ich bei ihm ausgependelt habe. Ich pendel da also immer die Chakrenwerte, 60% von oben herunter, 50, 40, 60, 60, 30 im Sakralbereich, 50% vor im Wurzelbereich. Ist ganz klar, alles was zwischen 50 und 60 ist, sage ich mal, ist, zieht die nicht oben, haut die aber auch nicht auf, ist der normale Durchschnitt, wenn du nach der Arbeit ankommst und dann zum Fernseher hinsetzt und der Rest ist da ziemlich wurscht. Alles, was unter 40% runtergeht, kann man schon sagen, ist eine energetische Mangelerscheinung und über kurz oder lang, der Körper sagt es vorher über die Chakren schon aus, ich habe da irgendwo ein Problem, bitte kümmert um das Thema, Halschakra 20%, muss nicht unbedingt der Kotzen Hals sein, kann aber sein, dass der Körper dir über den Halsbereich sagt, du hast irgendeine Art von Wahrheit in dir, die du nicht aussprechen darfst. Mach das zum Thema, damit du den Frosch im Hals loskriegst, damit es dann auch wieder besser geht. Ja, zu was für einem Arzt kann man heutzutage gehen und der fragt immer, darfst du irgendwas nicht sagen? Nein.
Da kommt automatisch was zum Blühen, zum Schlucken, zum Reiben und schon werden die Auswirkungen sozusagen mit Chemie niedergeballert, aber die Ursache ist damit vielleicht nicht unbedingt wirklich immer gleich weg. Aber gut, so, das eine ist also die Chakren und das hier bitte waren die Werte, die ich nach dem Dings ausgeblendet habe. 100%, überall. Wo ist Energie? War vor, was mich erstaunt hat, auf 7000. Die meisten Menschen, die ich bei meiner Anwenderstudie ausgependelt habe, sind im Durchschnitt ca. auf 6000 Bobis. Dazu muss man wissen, normales Leitungswasser, überall im standardmäßigen Umkreis Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter, kommt mit 6000 Bobis aus der Wasserleitung raus. Das ist der niedrigste Wert von Wasser überhaupt. Sobald Wasser einmal mehr als 10 Kilometer in diese alten Rohrleitungen, die teilweise 100 Jahre verwendet werden, durchgedrückt wird, geht das Wasser auf den niedrigsten Wert herunter. Im Vergleich vor dem 21.12.2012 waren die Werte, da sieht man jetzt einmal diese Bobis-Tabellen, die ich nehme zum Arbeiten. Wenn da hier irgendetwas links pendelt in den schwarzen Bereich, dann heißt das, eigentlich ist Energie geschont, was tust du da? In dem grauen Bereich heißt, da bist du vergiftet. Ganz schlicht und einfach. 3000 Bobis bin ich mittlerweile draufgekommen. Das ist der Wert von kranken Menschen, aber interessanterweise auch von jedem normalen handelsüblichen gekauften Handy. Schwingt bei 3000 Bobis. Okay? In dem blauen Bereich, hier sind Genussmittel, da gehört Alkohol, aber genauso wie Rauschgut, Drogen und solche Sachen dazu. 6000 Bobis, also ein wichtiger Wert. Kaffee Leitungswasser. Auch. Kaffee, habe ich gesagt, das ist nur den mit der guten Pilzgeschichte getestet, so. Der war sehr gut. Getestet mit normal. Der normalen Bitte. Kaffee, ich habe nicht mehr daheim. Wieso? Nehmen wir mit, dann können wir mit reden. Hallo Kollege. Okay, also die meisten Menschen, wie gesagt, mit denen ich bisher zu tun habe, den nee, gerade unbedingt Therapeut, Energetiker, Prana oder Regimeister sind, die schwingen derzeit bei ungefähr 6000 Bobis. In dem grünen Bereich hier von 6000 bis 9000 Bobis ist der gesamte Bereich der Nahrungsmittel, das ist das, was wir kriegen, wenn wir einkaufen gehen zum Hofer wieder standardmäßig, also überall die normalen Nahrungsmittel. Ab 9000 Bobis aufwärts bis 12000, das sind hier die wirklichen Lebensmittel. Die würden wir kriegen, wenn wir noch direkt zum Bauern hingehen und frisches Obst und Gemüse umspritzt, ohne Nahrungsergänzungsmittel, also diese sogenannte Bio-Geschichte, uns organisieren würden. Schwingt höher, kostet natürlich ein bisschen mehr. Und dann wiederum ein wichtiger Faktor, ab 12000 Bobis, hier fangen sozusagen Heilsubstanzen an, nach oben hin, kein Ende. Ein Ende hast wirklich derzeit oder speziell seit dem 21.12.2012 ist irgendetwas auf der Erde passiert, ich kann es nicht in Worte fassen, mit der Börse hat eine wunderbare Studie drüber gemacht, für Energien schießen jetzt nur so hinauf und deswegen ist es auch möglich, dass solche energetische Geräte, wie ich da eins gebaut habe, jenseits von Gut und Böse in der herkömmlichen Version waren, ich komme da jetzt mittlerweile raus, das letzte Mal getestet auf 960.000 Bonus. Und das ist das Wasser übrigens, was ich euch hier mitgebracht habe, ist genau das gleiche wie die Kristalle zwischen 900 und 940.000 Bonus. Handelsübliche Kristalle, wenn ihr irgendwo in einen Großhandel reingeht, wo also diese Dinger hier Gewalt aus dem Berg ausgekarrt worden sind, von warme, unterbezahlte Hände sozusagen angekauft wurden, dann in großen Kisten übers Meer geschleift wurden, dann irgendwo einmal als Kilogewicht verkauft wird. So ein Kristall hat noch immer, muss man dazu sagen, eine Energie zwischen 15 und 20.000 Volt. Okay? Aber wenn man wirklich in der Lage ist, hier mit Herz, mit Technik, mit Energie, mit Kombination, mit Kornkreisenergie, mit Schwingungen. Schwingungen heißt zum Beispiel hier dieses kleine Röhrchen hier. Das ist Saint-Germain. Das sind also so kleine Globulis drinnen und hier kann man Frequenzen aufschwingen. Und da hier ist eine speziell für mich, für dieses Projekt hier gemachte Frequenz drauf, die heißt Nuklear. Das heißt also, da ist wirklich Gott angerufen worden, von einem wunderbaren Menschen, den ich auch erst vor ungefähr einem Monat kennengelernt habe, der Leiter von Novalis,
Energiezentrum in Hallein, der macht solche Schwingungen, dass jeden ersten Dienstag im Monat ist so ein Treffen, kommen meist so 20, 25 Leute hin und die überlegen sich einfach irgendein neues Segment, was irgendwie passen würde. Das letzte Mal, wo ich dabei war, ist die Marke eine Energie, die heißt Weihnachten. Was heißt das? Du kriegst einen Zettel, dicht bedruckt auf der Vor- und auf der Hinterseite, wo schon alle Sanjivinis, das heißt indische Gebete, drauf sind. Und da geht es drauf an mit Kopfweh, Bauchweh, Morgenschmerzen, Fußweh, also alle Probleme. Und du legst das hier auf so eine Energieübertragungskarte hinauf, die habe ich euch mitgebracht, das ist noch das Teil, was ihr von mir hier bekommt. Die schaut dann hier so aus, diese Karte. Da wird man auf der einen Seite hier entweder die Schwingungsträger drauf, oder so eine Kristalle. Und über diese Sanjivini-Technik kann hier die Energie reinkommen und wird hier ausgegeben. Das heißt, ihr kennt diese Energie von dem Kristall hier, wenn ihr es auflegt, startet da ein Glas Wasser auf. Und diese hohe Schwingung von dem Kristall, den ich für euch vorbereitet habe, wird auf dieses Glas übertragen. Und das absolut schräge dran, wo ich selber lange Zeit als Techniker gekämpft habe, ist mir aber ebenfalls von diesen Herrn Schäfer aus allein gezeigt worden, wenn du so eine hohe Energie hast, wie zum Beispiel eben einer von diesen Kristallen, kannst du hier den Kristall auflegen und dann dein Handy nehmen, Schwingung, was man früher gesagt hat, 3000 Bobis, legst du dein Handy hierher und die Grundgedanke beim Sanjivini heißt, du nimmst nachher deine Hände her, Handschakren, Segnung, das ist nicht umsonst, gibst das hier her und sprichst 30 Sekunden lang, mehr braucht man nicht dazu, ein kurzes, stilles, aber von Herz zu Herz gehendes Gebet, in dem du bittest, wer auch immer dein Ansprechpartner ist, Gott, Jesus, Maria Magdalena, Erzengel, aufgestiegener Meister, dein Schutzengel oder wer auch sonst immer, soll dir bitte hier die Energie, wirklich gute Energie von diesem Kristall, auf das Handy übertragen und ich und jeder andere Energetiker, der sich mit Radiostasie hier auskennt, wird euch nachher bestätigen, die Energie geht von 3000 auf durchschnittlich mindestens 9000 Volt rauf, teilweise bringt es sogar schon auf 12.000 Volt rauf. Das heißt, dass diese Energieübertragung funktioniert. Und das ist wirklich was absolut Schönes und ein tolles Geschenk und man muss es halt auch zu schätzen wissen. Also ich hab's erst vor einem Monat kennengelernt, die arbeiten natürlich schon seit, glaube ich, 9 oder 10 Jahren. Und das, was ich in diesem einen Monat hier erlebt habe, ich war vorher, das Wasser, was ich da unten setze, tue ich normalerweise hier auf das Kristallgerät drauf. Damit habe ich eine Energie zusammengebracht von 300.000 Volt. Muss man dazu wissen, bitte, das rechtsliegende Heilwasser von der Lutzquelle hat 26.000 Volt. Immer unter der Voraussetzung vor dem 21.12. Da waren sich alle Radiositäten weltweit einig, dass zum Beispiel die höchste Energie, die auf der Erde damals vorhanden war, zum Beispiel 170.000 Bobis war in der Königskammer von der Cheops-Pyramide. Und die bringt da schon Energie zusammen von 250.000. Und jetzt mit dieser Sanjivini-Technik, mit dieser von Herz zu Herz energetisierten zusätzlichen Schwingungsfrequenzanhebung, das heißt, ich habe hier beim Schlagstock beim Aeri, vor ungefähr jetzt, glaube ich, 7 Monaten her, war immer da, der hat einen ganzen Buschen voll gehabt von diesem Getreide-Kornkreis in Anrix, wie weit ist Anrix von da weg? Wo sind die Deutschen? 60 Kilometer. Normalerweise sind alle Kornkreise in Südengland. Okay, ich bin Anrix dann umgefahren, Stonehenge, Glastonbury und das Tor irgendwo anschauen und der Grundgedanke war, wir wollen natürlich auch unbedingt, wenn wir schon von Salzburg umgehen, wollen wir einen Krankenhaus nehmen. Ich bin genau 2 Stunden zu spät gekommen, haben sie das schon wieder offen gehabt. Der Einzige, der zu dem Zeitpunkt gerade noch auf dem Weg war. Ich war sowas von sauer. Aber gut, kann man nichts Großartiges machen. Aber so. Die Schwingung ist ja noch da, wenn auch hier. Ja, das ist schon klar. Das ist schon ein Unterschied, ob du in so einem Teil jetzt drin bist. Dann siehst du irgendwann von Jay Olga wunderschöne Farben gemacht und du sagst, genau in der Mitte bin ich gestanden, guter Mann. Wollen wir zusammen 2 Meter Wandtapeten oder sowas drauf? Da hast du halt immer den Zusammenhang, wenn du also drinnen bist. Gut, jedenfalls, die Kornkreise sind in meinen Augen ein absoluter Gruß von unseren Traumbrüdern und Geschwistern und so weiter, wo ich sagen kann,
Sie sind tatsächlich in der Lage, für gewisse Tätigkeiten positive Energie zu potenzieren. Also nicht zu multiplizieren, sondern zu potenzieren. Man muss nur in der Lage sein, diese gottgewollten Geräte zum Wohle der Menschheit, zum Wohle des Ganzen, ohne den Hintergrundgedanken, so jetzt müssen wir Geld machen und so weiter, wenn man diese Energie hier miteinander kombiniert und verknüpft, dann geht es sozusagen wirklich so rauf, wie Gott es derzeit für die Menschheit vorgesehen hat und will. Und ich kann das bestätigen. Gut, so schaut also die Wasserenergetisierung bei mir hier aus. Noch immer derzeit auf 300.000 Volt und dann mache ich es genau hier mit diesen Übertragungen. Nur wie bei mir unter anderem auch drei großen Zettel, wo ich einen 20 Liter Kanister auf einmal aufstellen kann. Das ist die mobile Version für ein Trinkwasserglasl oder eben fürs Handy oder was auch sonst immer. Wer will. Was ich euch jetzt hier vorführen möchte, ist die erweiterte Energieübertragung, wie man diese hochschwingende Energie, die wir jetzt hier gesehen haben, aufs Handy übertragen können. Wir haben früher gependelt, ich zeige es jetzt nur mal ganz kurz. Jedes Handy, egal wie neu, wie alt oder sonst was, hat eine gewisse Schwingung. Die Ärzte warnen schon seit Jahren davor, kleine Kinder sollten idealerweise früher 10 bis 12 Jahre überhaupt kein Handy haben. Das hat schon seinen Grund und Zweck. Mittlerweile gibt es Studien, wo man einfach sagt, wenn du 24 Stunden lang durchgehend mit Handy bestrahlt wirst, hat das eine Auswirkung auf die DNA. Dass da tatsächlich gentechnisch etwas Negatives passiert, nicht von einem Tag auf den anderen, aber über mehrere Jahre. Da gibt es hunderte Studien mittlerweile schon. So, jedes Handy hier, ganz egal was für eine Marke oder sonst was, ist am Anfang, wenn ich das organisiere, hier über die Pendelkarte, frage ich, wie ist die Energie hier von diesem Pendel, von diesem Handy. Sieht man es ziemlich genau, zwischen dem grauen und dem blauen schwingt mit einer Bobis-Energie von 3000. Das ist meine bisherige Wahrheit oder Rückmeldung, kranke Menschen schwingen in dem Bereich. Der Idealwert oder der Durchschnittswert für Menschen selber ist 6000, er sollte aber bei 7000 bis 8000 Bobis liegen. Und Heiler, Energetiker, die also wirklich mit Quantenmatrix, Reiki, Healing und so weiter arbeiten, die sollten idealerweise auf mindestens 12.000 Bobis sozusagen raufkommen. So, und jetzt diese Sanchevini-Technik, das ist mir eben gezeigt worden von einem Spezialisten in Hallein, die so ein Sanchevini-Zentrum haben bei Novalis, der Herr Wolfgang Schett, und der hat mir folgende Technik gezeigt oder auch bestätigt. Ich gebe hier, ich brauche einmal eine hochschwingende Energie. Das sind alle Kristalle, die wir heute sozusagen auf diesem Tisch gemeinsam mit Herzliebe energetisiert haben. Und jetzt habe ich hier in den Eingangsfach den hohen Kristallschwingung und hier auf der Ausgabestation das Handy. Jetzt ist das Geheimnis dieser Sanchevini-Übertragung so, ich muss hier jetzt ein kurzes Gebet, aber Minimum 30 Sekunden sprechen, um die hohe Schwingung von hier mit göttlichem Willen auf dieses Handy zu überbringen. Normalerweise mache ich das leise hier fürs ganz kurz einmal vor. Man legt also die Hände genauso wie beim Segnen von Wasser hier über das Handy drauf. Und mein Gebet, mein Spruch, meine Wahrheit lautet eben so. Lieber Gott, Jeshua, Sananda, Maria Mutter Gottes, Maria Magdalena, alle Erzengel, Metatron, Michael, Gabriel, Raphael, Zadkiel, Uriel, Samuel, alle Schutzengel dieser Erde, alle aufgestiegenen Meister, Saint-Germain, Kutumi, Serapis Bey, Adama von Telos, Konfuzius, euch alle bitte ich, helft mir mit bei der Energetisierung dieses Handy auf die höchstmögliche Schwingung, so wie es gut ist für den Besitzer, sodass keine negative Strahlung, welcher Art auch immer mehr auf den Menschen eine Auswirkung hat. Schutzanhebung erfolgt in 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Danke, danke, danke. Okay, das war's. Im Prinzip, wie gesagt, 30 Sekunden ein Gebet, das wirklich von Herzen kommt, was also ausstrahlt, ich möchte das, das ist mein fester Wille und jetzt passt's auf. Ich bin neugierig. Ich bin schon sehr gespannt. Wie ist, kann von euch irgendjemand pendeln, Herrinnen? Ja, aber nicht mit der Bubis-Tabelle. Okay, gut, ja, wie auch immer. Also, wie ist jetzt bitte hier diese Energie, dieses Handy? Wenn man an sowas glaubt, dass es sowas gibt wie Schwingungen, wie Frequenzen, wie positive Energieübertragung,
kann man jetzt hier also wahrnehmen, dass die Schwingung, die Frequenz dieses Handy bezogen auf den Menschen von Abstrahlung her von vorher 3000 kranke Menschen auf jetzt nachher 12.000 fast beginnende, also optimal Bio-Gerät, wenn man es einmal so sagt, auf 12.000 Bobis raufgegangen ist. Wunderbar, ganz toll. Und das bitte könnt ihr ab heute alle selber machen. Ihr braucht es nicht, die Bobis-Pendel. Ihr müsst es einfach nur mal wissen, dass es sowas gibt. Ihr habt die Kristalle, ihr habt von mir die Energieübertragungskarte bekommen und ihr könnt das jetzt mit nach Hause nehmen und weitersagen. Das ist der Hintergrundgedanke. San Giovanni soll sozusagen kostenlos weitergegeben werden. Diese Energie ist dazu gedacht, dass sie um die ganze Welt geht. Und im Normalfall läuft es mit San Giovanni-Technik eigentlich so ab, dass wenn ich irgendein Gebrechen habe, ein Problem oder sonst was, gibt es also komplette Tabellen, ganze Seiten A4 in Englisch, Deutsch und so weiter mit Vorderseite 150 Problemen, Augenschmerz, Ohren, Nasen, Nieren, Dickdarm oder was auch sonst immer. Und dazu gibt es ein Symbol, das ist ein Kreis mit verschiedenen Stricheln drauf und der ist energetisiert, genau auf das Problem. Und der Grundgedanke dahinter San Giovanni-Technik ist das, soll so sein, so watschen einfach, dass man nur schauen muss, was tut mir weh. Habe ich Bauchweh, suche ich unter B nach, wo ist B und sehe hier zum Beispiel Hausnummer, das ist C23. Dann schaue ich hinten, Spalte C, Code 23, sehe hier sozusagen ein Teil drauf und auf das lege ich nachher hier nichts anderes als genau hier auf diesen Code das Glas Wasser und mache wiederum genau hier diese 30 Sekunden Energieanhebung und dieses Wasser trinke ich dann. Das ist die neue Energie, die neue Medizin und das bitte gibt es seit mittlerweile, ich glaube, 8 oder 10 Jahren, nagelt es mir nicht fest, aber ich kenne es erst seit ungefähr 2 Monaten und ich bin hellauf begeistert. Und deswegen gebe ich diese Energie gern weiter und ich hoffe, es war spannend und interessant für euch. Danke. Ich danke euch. Danke. Prost. Wie ermittelt man den Wert Bobis? Das geht radioästhetisch übers Pendeln. Da gibt es eine eigene Tabelle, auf die man leicht zugreifen kann. Ich kann es hier mal kurz vorführen. Wenn man also hier ein Pendel in dem Fall hat, dann nimmt man das Teil hier einfach. Okay. Ja. Das heißt, ich frage jetzt dann einfach mal an, bezogen auf den Menschen. Diese Tabelle hier geht nur unter Anführungszeichen bis 14.000 Bobis. Darf ich dich als Muster hernehmen? Natürlich. Okay. Ja. Gibst du mir kurz deine Hand? Nein, nur so. Ich muss immer vorher abfragen, kann ich mit der Person testen, soll ich testen, darf ich testen? Die Rückmeldung beim Pendel ist, wenn ich an gar nichts denke, ist das Pendel komplett ruhig. Okay? Wenn ich jetzt dann sage, vorab, ohne jetzt an dich zu berücksichtigen, zeig mir bitte ein Ja. Wie würde das Pendel reagieren, wenn ich eine Frage stelle, die das Pendel im Unterbewusstsein mit Ja beantwortet? Dann schwingt das Pendel von mir aus gesehen nach vorne und zurück. Aha. Okay? So, wenn ich das Pendel jetzt frage, Dankeschön, muss mich immer bedanken. Wie schaut es aus, wenn ich geistig sozusagen ein Nein haben möchte? Mhm. Also ich stelle eine Frage, die das Pendel mir mit Nein beantwortet, geht das Pendel hier links, rechts, hin und her. Wenn ich jetzt dann frage, ein sehr deutliches Ja, also die beste Entscheidung, der beste Job, die beste Frau an meiner Seite, also mit Ausrufezeichen, würde, ja, ganz genau, würde das Pendel mir hier eine Energie anzeigen, rechtsdrehend Energie. Das ist für mich das Optimalste, okay? Jetzt sage ich Dankeschön. Und wie ist das Gegenteil? Der schlimmste Job, die falsche Entscheidung, falsche Frau, würde das Pendel mir hier eine Energie anzeigen, linksdrehend. Gefallen für Zug. So auf die Art, ja, genau. So, jetzt nochmal eben die Info. Wenn ich abfrage, kann ich mit dir testen heute, kommt ein eindeutiges Ja für mich. Soll ich mit dir testen? Ebenfalls Ja. Kann ich mit dir testen? Ja. Bis jetzt dann erst ein einziges Mal einen Fall gehabt, dass eine Person zu mir gekommen ist, das Pendel aber eine Nein-Anzeige gegeben hat. Dann sind wir nachher draufgekommen, die Dame hatte gerade eben ihre Tage sozusagen. Aha. Und an dem Tag ist irgendwie nicht stimmig gewesen. So, jetzt frage ich das Pendel an, was hat diese Person mir gegenüber derzeit für eine Bobis-Energie, bitte.
Und da kommt hier heraus, genau zwischen Blau und Grün, der Wert, von dem ich vorher gesprochen habe, 6000 Bubis. Also Leitungswasserwert. Leitungswasserwert, ja. Und der Mensch besteht zu 80% aus Wasser und ja, hier, das ist die Rückmeldung. Zu, ja. Und wenn du willst, kannst du dich jetzt auch dann selber ins Kristallgerät reinstellen. Mhm. Und wir können den Test hier nachher wiederholen. Bei den meisten Menschen geht die Energie nachher rauf auf ca. 9 bis zu 10 oder 12.000 Bubis. Das hält 17.000 bei dir, Bubis. Wollte ich gerade sagen, bei Energetiker, bei Heilpraktiker, die also mit dieser Energie Haushalt wirtschaften können, die wissen, dass es sowas gibt wie Meridiane, Chakren, Energieträger und so weiter, Reiki, Quantenmatrix, Prana Healing, Theta Healing. Da kann es passieren, dass auch die Energien auf 17 oder 20 oder 25.000 Bubis raufgehen. Und das ist dann schon relativ weit oben. Für energetische Heilung dann eigentlich sehr wichtig. Gell? Richtig, ja. Genau. Von dem Kornkreisgetreide mit dem Bild von dem Kornkreis dazu. Hier habe ich dann ein paar, das sind nicht vollständig, ein paar von diesen möglichen Austestungen, links Kirlian-Fotografie, rechts Metascan, Diagnostik, Meridianmessung. Und schaut dann zum Beispiel so aus, Meridianmessung, du kriegst bei 5 und bei den 10 Minuten kurzen Kontakt Strom. Und je mehr von dieser Strom, der da oben eingeleitet wird und noch über den 10 noch ankommt und gelästet werden kann, desto gesünder bist du. Desto durchlässiger ist dein Körper, desto mehr ist der Energiefluss im Fließen, so wie es sein soll. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, 2009 war ich in Wien gerade Lehrlingsausbildung für Metallbearbeiter, wo du dafür nicht wirklich gewusst hast, gibst du dir die Hände oder klopfst das auf Aufstift und Messer. Also in der Phase bin ich gesteckt und habe mich aber trotzdem schon mit dieser Energiegeschichte interessiert, einfach als Ausgleich. Ich habe eine erste Messung von mir gemacht, bitte. Schaut sich die Zeit an. 11.31 Uhr, okay? Am 11.12.2009. Und die roten Dinger hier sind 13 energetische Blockaden. Energien hin und jauchzen, zu Tode betrübt. Das ist das, wo man wirklich auf der Seite sagt, man will jetzt gut, dann kommt noch ein einziger Anruf und du bist den Boden zerstört. Okay? Deswegen ist es wesentlich besser, wenn du die Energien überall ausgeglichen hast, auch wenn die Energien weiter unten sind. Okay? Von jetzt an aufpassen. Ich habe hier diese Energieübertragung gemacht, 7 Minuten lang, 10 Minuten Pause, zweite Messung. Und bei der zweiten Messung hat es nachher so ausgeschaut, es war nur noch eine einzige energetische Blockade sichtbar und alle Energien im Körper haben sich ausgeglichen. Das können die Roterikus sagen. Okay? Zweite Messung. Da gibt es so Möglichkeiten, das kommt aus der russischen Weltraumforschung. Du kriegst einen Kopfhörer aufgesetzt, das rauscht da 1 Minute lang und diese 1 Minute werden 1900 Energie- und medizinische Istpunkte in dem Sekundenbruchteil getestet, wo das jetzt nämlich gerade gemacht wird. Das klingt natürlich nur anders, wenn man es mit irgendetwas anderem vergleicht. Sagen wir wieder bei den Russen, Weltraum, Astronauten, der Runden, Spitzensportler, die Besten der Besten sozusagen, wenn der Rund ausgetestet, dann schiebt man es nach oben auf. Weltall, schwerelos, nach einer Woche, wenn sich irgendjemand schräg fühlt, macht er genau den gleichen Test nochmal. Und dann sieht man sofort, was hat sich geändert und anhand von dem Gerät sieht man auch, wo genau, Nieren, Leber, Lunge, Verdauung, Kopf, Augen, Ohren, Hirn und so weiter. Und die Russen sind mittlerweile schon so weit, dass sie gewisse Frequenzen haben und ganz genau auf die erste Messung, das ist sozusagen die Blaupause, zu 100%, der sportgespielte Typ, wenn er nicht so gut drauf war, schicken sie den rauf, dann nehmen sie den nächsten sozusagen. Und die können nachher, wenn es irgendjemand schlecht geht, eben diese Frequenz aufgeben, damit es den guten Mann wieder gut geht. Dazu muss man wissen, hier die schwarzen Punkte ist das Negativste, rote Dreiecke sind neutral und das Beste, was einem passieren kann, sind hier diese gelben Punkte. Das ist immer vorher, das unten ist nachher. In dem Vollbereich sozusagen nach 7 Minuten Kristallenergie, Rotation, ist im Kopfbereich eine energetische Verbesserung messbar gewesen von 17%. Dazu muss man weiters wissen, alles was plus minus 5% ist, interessiert kein Schwein. Sozusagen. Das kann Messungenauigkeit sein, das kann ein positiver Gedanke sein bei der Messung, das kann was weiß ich auch sonst immer sein. Alles was über 10% ist, ist schon interessant. Alles was über 15% ist, ist eindeutig. Da kann man nichts aneinander diskutieren, das ist Fakt. Durch das passiert, was gerade in dem Zeitpunkt dazwischen gemacht worden ist. Also Kopfbereich allgemein plus 17%. Hirnnervenkerne,
plus 21%. Jede Menge Schwarz, noch jede Menge Gelb. Genau das sollen sozusagen die Kristalle bei Menschen bewirken. Das soll noch besser gehen. Auch wenn er es selber nicht spürt. Das war eine Messung, glaube ich, von mir so gut. Ich habe nichts gespürt, davon. Null, Gegenteil. Aber mit Bioenergetik-Messgeräte kann man das sozusagen dem Körper nachweisen, was haben die Kristalle jetzt speziell bei dir gemacht. Und du musst das nicht spüren. Du musst einfach nur ein bisschen dran glauben und dann wirkt das Teil auch. So, und das Bild hier ist genau die Bestätigung von dem, was ich von Anfang an von diesen Rückführungsspezialisten gehört habe. Weil ich, wie ich das erste Mal gesehen habe, dass mit Kristallen erfahren ist, wenn man irgendwas zu tun gehabt hat, oder es ging um Chakren, um Meridianen. Und sage ich immer wieder, in dem Leben, ich hatte den Maschinenbauingenieur, Schlossermeister, Lüftungstechniker, was tue ich mit Chakren, Meridianen? Ich habe null Ahnung gehabt von der ganzen Sache, wirklich. Minus null. Aber ein einziger Satz ist mir hängen geblieben von diesem Spezialisten, der hat irgendwie über das morphogenetische Feld auf der Akasha-Chronik zugreifen können. Und da ist für jede gedachte Einheit, wird da oben irgendwas abgespeichert. Riesengroße Datenbank. Die Leute, die darauf zugreifen können, ist natürlich sehr, sehr interessant. Und von ihm die Rückmeldung war, diese Energetisierung der Kristalle, der Rosenquarzkristalle im Kopfbereich, das könnte er sich sehr gut vorstellen, dass das genau für die jetzige Zeit interessant ist, in Verbindung mit der Handy-Funkstrahlung. Weil jedes Handy strahlt, das wissen wir, das ist so. Da gibt es hunderte Studien sozusagen. Kleine Kinder unter 12 Jahren sollten es noch weiter mit dem Handy. Das Schlimmste, was man machen kann, ist ein Babyfon ins Gitterbett reintun. Das vielleicht immer zu mit Deckt strahlen. Katastrophal. Also, wie auch immer. Die Rückmeldung von Herrn war, er kann sich sehr gut vorstellen, dass diese rotierenden Rosenquarzkristalle auf heilem Programmier im Kopfbereich genau dort, wo die Inder den roten Punkt hinwollen, damit sozusagen das dritte Auge bezeichnen und das hinterbei ist eben genau die Hypophyse. Und dass das eine positive Wirkung hat auf die Hypophyse. Diese Messung hier habe ich 3,5 Jahre später gemacht. Und hat eben das Gefühl, das Bauchgefühl von diesen Rückführungsspezialisten 100% bestätigt. Wunderschöne Rückmeldung sozusagen. Diese Kristallenergieübertragung kann nicht nur bei Menschen stattfinden, sondern auch bei energetisch aufladbaren Geräten. In dem Fall war ich in Hallein bei einem sehr interessanten Vortrag, da die Firma OZ Urban Mitte ausgestellt, wie in einem Paloch da draußen, da haben wir heute schon mal drauf angekriegt. Jedenfalls sind wir da ins Blaue gekommen, ich habe gesagt, was ich mit Kristallen mache und dass ich sowas irgendwie schon einmal gehabt habe. Die Rückmeldung von ihm war interessant, ich schicke da Bügel, probieren wir es einfach mal aus. Und er selber hat es draußen von seinem feinfühligen Partner testen lassen, 50.000 Probis, machen wir jetzt einmal auf 700.000 Probis. Okay? Gut, und jetzt, das heißt, ich weiß mittlerweile, dass ich Kristallenergieübertragung per Foto übertragen kann. Geht's getestet? Geht's auch mit Namen eventuell? Natürlich geht's auch mit Namen. Aber ein Foto mit Namen, mit Geburtsdatum, mit Geburtsort ist mein Zugang. Aber ja. Das mache ich so Mappenbruder haben mit lauter solche Sachen. Das heißt also, auch die feinstoffliche Welt braucht irgendwo eine Verknüpfung, einen Ansprechpunkt, wo sie diese positive Energie hinschicken soll. Das ist eben hier. Das heißt also, die Rückmeldung, dass sich Kristalle mit dem Menschen oder mit so einer energetischen Pyramide oder mit was auch sonst immer verbinden können, bin ich mittlerweile 1000%ig überzeugt, dass funktioniert. Und das ist genau die Grundlage von dem, was wir jetzt hier und heute beginnen durch diese programmierten Kristalle. Wir werden auch hier diese Kristalle auf Bild auflegen, die ich aus deinem verwinkten Dings in der Zeitung bekommen habe. Die Kristalle werden ja derzeit, korrigieren wir schon, wenn du was Näheres warst, nicht in den Hauptabdeckbecken hineingegeben, sondern in der ersten Phase nur in einen von den draußeren Sammelbehälter. Dazu muss man wissen, pro Tag fallen hunderte Tonnen neues radioaktiv verstrahltes Wasser an. Derzeit haben sie zwischengelagert draußen 300.000 Tonnen Wasser. Sie haben keine Ahnung, was mit dem Wasser machen soll. Es ist aber noch zu hoch radioaktiv verstreut, dass man es nicht einmal ins Meer zum Verdünnen ableiten kann.
Das heißt, Sie brauchen irgendeine Möglichkeit, dass Sie das runterreduzieren. Aber, so wie ich das bisher verstanden habe, würden wir zuerst Versuche machen, in Anführungsbehälter draußen, wenn es dann tatsächlich noch einen hohen Monat oder so in den Anbehälter da draußen weniger wird, dann werden jetzt das da uns mehr ausfüllen und alles über den Anbehälter sozusagen weiterpumpen. Ich bin aber der Meinung und der festen Überzeugung, dass das wesentlich besser wäre, wenn man an die Ursache herangeht. Und die Ursache ist eben genau dieses Abklingbecken, wo wir natürlich normal nicht hineinkommen. Das heißt also, ihr kriegt noch alles so ein Zettel von mir mit, da ist auf der Oberseite das Fukushima-Gelände und dahinter bei sieht man hunderte von diesen Wasserbehältern. Okay, aber die Ursache, die Entstehung des radioaktiven Wassers, das ist genau da hier in dem unteren Foto drinnen, das Abklingbecken, wo tatsächlich diese zertrockenen Brennstäbe drinnen sind. Von dort wird immer wieder neues Wasser nachgeführt. Und da geben sie aber keine Kristalle ein, das ist zu gefährlich. Wenn da bei dem Wechsel von dem Wasser hier altes Wasser auslassen wird, neues Wasser reingeht und dann kommt der Schwung rein, dann darf es vielleicht so ein Amethystenkristall nur mal jetzt noch in Ordnung Brennstoff vielleicht rüber schwappen und dann zerbricht er an. Das können Sie nicht machen. Kristalle sind hochschwingen, ich kann es euch noch einmal gut testen. Die Kristalle kannst du nicht mit irgendetwas anderem vergleichen, was ihr irgendwo anders in einem Geschäft oder im Großhandel oder sowas kriegt. Die sind mit 15 vielleicht bis 25.000 Probis geladen. Die Kristalle hier auf diesem Tisch über 900.000 Probis. Ja, die im Kreis drinnen. Ja. Wenn die anderen nicht kommen, also die hier im Kreis, die sind wirklich extrem hochschwingend. Ich habe morgen um 10 Uhr einen Termin mit dem meiner Meinung nach besten Spezialisten in Salzburg aufgetrieben, so habe ich noch gar nicht gesagt. Der Chef von der Salzburger Radiästhesieverband, bei dem habe ich schon einmal einen Vortrag gemacht über die Wasserenergetisierung mit Hilfe von Kristallen aus der Sicht eines Wassertechnikers. Hat er damals relativ gut gefallen, habe auch genau das Gerät mitgehabt und habe gesehen, da tut sich was, der ist interessiert, der denkt nicht als Geldverdiener, sondern ich hätte gern seine fundierte wissenschaftliche Meinung und er ist gerichtlich beeideter Sachverständiger in Sachen Energieformen. Wenn also irgendwo ein Problem ist, wo man nicht weiß, ist das eine schlechte Bausubstanz oder ist das ein Wasserader, die von unten in das Aufbruch, dann ruft man genau ihn an. Das letzte Mal von ihm war, ich bin bis ungefähr 15. März komplett ausgebucht. Und zwar rund um die Uhr. Im Ausland, wenn ich erinnern will, muss ich Gutachten machen und überhaupt, dann habe ich gesagt, Fukushima, weltweit, Energie, Hippie-Programm, für Menschen wichtig. Ja, okay, gut. Morgen um 10 bis 10.30 Uhr habe ich einen Termin von ihm bekommen und da werde ich dann einfach nur drei solche Kristalle mitnehmen und der Kristall, Rosenquarz und Amethysten plus dann nochmal genau hier dieses Plättchen, plus die Energieübertragung. Und er wird mir nicht ein Gutachten, die 500 Euro ist noch nicht wert, aber eine Stellungnahme wird er mir machen sozusagen. Es gibt in der Radiästhesie sehr einfach die Möglichkeit, etwas mit Ja oder mit Nein zu beantworten. Pendel oder Biotensor oder Intuitiv und so weiter. Und wenn er über seine jahrzehntelang geschulte Dings herauskommt, dass also ein eindeutiges Ja herauskommt, dass durch diese Schwingungsfrequenz von San Gemini über die Kristalle hier eine Energie für, oder gegen die Radioaktivität hier messbar ist, dann wird er versuchen, einen Kontakt zu herstellen zum Landeskrankenhaus über die Nuklearmedizin, die in der Lage sind, so ein Wasser sozusagen zur Verfügung zu stellen. Und dann soll ich denen hier ebenfalls wieder genau die gleichen Kristalle geben und die werden, oder das ist mein Wunschgedanke sozusagen, weil ich bin ein Techniker, ich will das immer ein bisschen mehr als die anderen haben. Und der andere denkt vielleicht, ja, das macht schon, das macht man einfach. Und ich sage halt einmal, was heißt das macht schon? Um wie viel Prozent, was für ein Zeitraum, um wie viel Mikrosievert, um wie viel Bezerre oder sowas. Und dann werden wir schauen, welcher von diesen Kristallen erstens aber den besten Wirkungsgrad hat, hat es überhaupt eine Wirkung, wenn ja, wie viel. Und ich werde dann auch noch ein viertes Glas ordern, wo ihr mir einfach nur ein Foto von diesem Glas sozusagen schickt, wo das Wasser drinnen ist, das werde ich ausdrucken und ich werde über diese Sangerin-Energie mit den ganzen Kristallen, die ich jetzt noch zu Hause habe,
nur auf das Wasserglas über das Fotoenergie hinstrahlen, damit wir also sehen, ob die Kristalle vor Ort sozusagen einen guten Wirkungsgrad haben oder wenn ich ein Foto von dieser Stelle habe und dort Energie hinschicke über meine Kristallenergetisierungsgeschichte, ob das auch einen messbaren Erfolg hat. Und da halt jetzt mal ein bisschen an und den Daumen, ob das so weit in die Richtung klappt, wie ich mir das gerne vorstellen würde. Gut, so hat das bei mir zu Hause ausgeschaut, wie ich also die Kristalle energetisiert habe. Und freut euch mal irgendwie das auf bei der Bildung. Schön gedeckter Tisch. Schön gedeckter Tisch. Schaut das uns noch was an. Schaut die Wasserflaschen. Ja, die zu strahlen und leuchtet extrem. Die strahlt und leuchtet. Und mein Lieblingsding ist das mit der Merkaba drinnen und streut genauso. Und die Orgel ist rechts. Das ist aber Schiefer. Ja, das ist das Bild. Diese Flasche und diese Merkaba drinnen. Genau. Okay? Ich habe das Bild angeschaut und mir gedacht, das streut da oben, das wird wahrscheinlich nur der Dings sein, wo der Lampen direkt darauf hinblickt. Dann habe ich die Lampen ausgeschaltet und jetzt passt es auf. Oh, ah, wow. Ach, das ist interessant. Toll. Da ist kein externer Beleuchter mehr dabei. Das heißt, hier hat sowohl das Wasser als auch der von mir seit 5 Jahren verwendete Merkaba-Kristall gezeigt, dass er mit der ganzen Sache hier durchaus zufrieden, gut umgehen kann, dass das schon passt. Das ist meine Art von Bestätigung. So eine Bestätigung habe ich schon einmal bekommen. Allerdings mit einem Büdel, wo jeder Naturwissenschaftler sagt, das ist getrübt worden. Das kann nicht sein. Das kann es nicht. Das nächste Büdel hat eine liebe Freundin von mir gemacht. Besitzer von Mineralgeschäft in Wien, vor ungefähr 3,5 Jahren. Ich habe gebeten, sie soll mir bitte aus ihrem mannigfaltigen Bereich, da sind tausende Kristalle drin, soll sie mir bitte einen, ich brauche nicht mehr, ich brauche nur einen zusätzlichen Kristall, den ich bei mir im Kristallgebiet ganz oben aufgegeben, um das Scheitelchakra zu öffnen. Okay? Und ich habe schon einen in der Hand gehabt. Der war schön glockt, der war poliert, der hat gut ausgeschaut. Ich habe gedacht, selbst wenn ich jetzt im normalen Denken bin, kaufe ich den, 12 Euro, passt schon. Und habe dann wirklich wieder genau diesen intuitiven Schalter drin gehabt, der gesagt hat, lass da was anderes, nimm eine zweite Meinung an. Versuch sozusagen einfach offen zu sein, vielleicht kommt noch was Besseres machen. Das nächste Bild sind 3 Kristalle. Auf der rechten Seite ist der Kristall, den ich fast gekauft hätte. In der Mitte ist der Kristall, den ich bei meinem Kristallgerät oben in den Griff habe, und links ist ein zweiter Kristall. Das Bild bitte ist nicht getürkt. Die Kristalle sind auf einem weißen Blatt Papier, und das, was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist energetisches Leuchten. Wer von euch hat schon was von Orbs damit gehört? Ja. Okay. Orbs kann man so mit freiem Auge mit wenigsten Leid sehen. Wenn man sie mit einem Digitalfotoapparat am Hof auf die Schnelle und du schaust dir das noch in der Hand an, denkst du auf einmal, das gibt es ja nicht. Da war ja überhaupt kein Staub drinnen bei der Hochzeit oder sonst was, aber es ist alles komplett voll. Und in alles nur da oben bei der Braut. In diesem Raum sind auch viele Orbs. Was ist das? Schön. Aber schon einige Mal. Ich darf schon wieder die nutzen. So, auf alle Fälle, ihr werdet keine Orbs sehen, aber ihr seht, die energetische Rückmeldung des Kristalles für mich. Da sind wir noch auf dem Channeling, ein wunderbarer Channeling von einer Wissenheit Videokur gesagt. Ich jetzt dabei, wenn sich die Zeit ausgeht, vielleicht nehmen wir es noch oder auch nicht, wird es zeigen. Und das steht auf der Homepage alles verlinkt, das können Sie sich anschauen. Ich hätte dann nämlich nur gern vom ORF einen Bericht über Kristalle als Speicherprogramm. Okay. Das gebe ich dir dann noch. Gut, also, nächste Büdel bitte anschauen und staunen. Den rechten hätte ich schon fast die 12 Euro in der Hand gehabt. Ja. Und irgendetwas war Sperre so auf die Art, bis der Loch wieder eh nochmal da, lass sie einfach mal drüber schauen. Und sie hat den in der Mitte sozusagen herausgefunden. Das heißt, wenn ihr Kristalle kauft, schaut nicht auf die Optik. Es muss nicht der wunderschönste geschliffene Kristall sein.
die Naturbelassenen, die halt irgendwo ihre Ecken und Kanten haben, die vielleicht nicht so glatt sind und so weiter, die sind von der Energie her wesentlich effektiver als das, was mechanisch nachbearbeitet worden ist. Okay? Finde ich doch wunderschön, oder? Ja. Mittlerweile höre ich mir riesig gern und oft an die Atlantis-Meditationen von der Diana Cooper, in denen die Behauptung aufgestellt wird, im alten Atlantis hat man mit Kristall nicht nur Datenspeicherung betrieben, Kristallschädel, sondern in jedem heutigen PC ist Kristall, Chip sozusagen drinnen, der auf kristalliner Struktur über die Quarztechnik funktioniert. Also wir haben Bericht gestern im Internet gefunden, den spüren wir dann. Wir leben eigentlich jetzt in Kristallzeitalter. Ja. Wenn es keine Kristalle geben würde, gäbe es kein Flugzeug, kein Auto, kein technisches Gerät, wo es in dieser Quarzchip drinnen ist, das sehen wir gar nicht. Das würde kein Handy funktionieren. Okay? Die Kristallkinder, die haben schon eine andere DNA. Ganz genau, ganz genau. So, gehen wir weiter. Also, das hier war die Energetisierung Stufe 1, der Kristall 6 Minuten ausgependelt auf dem Kristallgerät, das gleiche bei den Amethysten, sozusagen, das gleiche bei den Rosenquarz. Da sind sie aufgegangen von vorher ungefähr 10.000 bis 15.000, sind sie da aufgegangen auf 300.000 Volts. Okay? Das ist dein Keller mit deinem Geschenk sozusagen. Ein Schlüsselanhänger und Biberko dazu. Ja, das ist sehr gut. So, das hier war die zweite Energisierungsstufe, direkt mit Anbindung zum Himmel sozusagen und Erdenergie. Wiederum 6 Minuten sozusagen. Hinterbei habe ich dann auch noch diese Chakra-Farbe. Also ich habe ausgependelt bei meiner Tabelle 0 bis 100%, sage ich mal, 1 ist Chakra-Farbe 1, Wurzelrot. Und so weiter, 1 bis 7. Dann habe ich gependelt, welche Farbe will Kristall haben. Ganz eindeutig ausgenommen, Farbe 2 Orange. Okay? Keine Ahnung warum, ich habe es einfach eingeschaltet. Intuitiv sozusagen. Dann Amethyst, was Violett. Okay. Und Rosenquarz. Was auch Orange. Also der Kristall und Rosenquarz. Verlangen nach Orange, bei mir halt zumindest, programmierungsmäßig. Gut, also, Amethyst, Rosenquarz, der hat das einfach mal früher schon gehabt. So schaut also hier die Gesamtsituation bei mir zu Hause aus, wenn irgendwann mal jemand so eine Kristallsitzung machen möchte bei mir, herzlich eingeladen, am Abend oder Freitag Nachmittag oder Samstag. Mit der normalen Zeit, mein Brotjob, wie gesagt, Wassertechnik. Und in dem Raum haben wir gedreht. Ja, ah, genau. Also das, was ihr dann am Mittwoch sehen werdet, ist genau hier diese Darstellung ohne den Teppich. Da habe ich ein bisschen rausgegeben, das ist zwar mein Lieblingsteppich, weil Regenbogen oder die Schattenfarben drin sind, aber wir da umeinander grenzend auf, was immer jetzt stimmt, Herr Wich. Gut, jedenfalls, so schaut es also so aus. Und hier sieht man jetzt den Zusammenhang zu der Sanjayini. Energetisierung. Vom Energieträger, das ist das hier. Das kann ein ganz ein kleines Flaschel sein. Das was ich, das hat 10 Globuli-Kugeln drinnen, die auch mit einer Schwingung versehen sind, die heilsam sein kann. Wie lange hat die Schwingung an? Unbegrenzt. Also das, was ich bisher ausgeklärt habe, meine Hände zum Beispiel, habe ich mittlerweile vor ungefähr 3 Jahre energetisiert, bleibt drauf. Und, also ich habe bis jetzt noch keine andere Rückmeldung bekommen. Also die Globuli bleiben da drin, die esse ich nicht. Nein. Da muss man immer aufpassen, das hier ist ein Schwingungsträger. Das ist die Laubhause, die Paragon. Das ist der Pressling. Wenn man eine DVD zum Beispiel macht, dann gibt es einen Hauptfilm, wo das Ganze gedreht worden ist, der wird kostbar gehütet und von dem werden noch Kopien gezogen, die in die Kinos und so weiter umeinander gehen. Das hier ist das Original, nuklear, Schwingung, okay? Ihr kriegt maximal morgen von mir dieser Spezialist, der das Ganze austesten kann, aber sonst ist das mein gehüteter Augenschatz sozusagen. Du bist was zum Damm mit Hallein oder ja, ja. Nein. In Saalfelden ist die Österreich-Zentrale, da kommen meist so 10 bis 12 Leute hin zu den Energetisierungstagen und in Hallein ist eben der Wolfgang Schett vom Zentrum Novalis
und der hat halt so energetische Sachen drinnen. Jede Menge Räucherwerk und Kristalle und Kerzen und Reis und Pipapo. Und der hat die Globuli an. Der macht auch die Globuli. Und zwar bitte, mittlerweile sind es bei 300 verschiedene, solche kleinen Fläschchen. Nein, ich habe sie, aber die Nuklear, das ist mir interessiert. Die hat er für mich extra gemacht, so, aber er wird es mit Sicherheit auch für sich einen kleinen Vorrat gehalten haben, weil es kann nicht sein, dass man so etwas Wichtiges sozusagen in der Hand macht und dann aus der Hand gibt. Also, nochmal. Sind die Globuli handgeschnitten oder in der Maschine? Weiß ich nicht, das weiß ich nicht. So, also, die prinzipielle Energieübertragung lautet so, vom Energieträger zum Kristall, vom Kristall zum Wasser, okay? Also das hier sind jetzt an die Energieträger. Ja. Und über diese Übertragungskarte, den wir runtergeben, den Kristall aufgeben, hier sozusagen ein Glas aufgraben, zusätzlich bitte, also nicht extra oder einzeln, sondern zusätzlich die Schwingungsfrequenz gegen Radioaktivität. Das heißt jetzt auch nicht, wenn ich den jetzt da irgendwo auftue, dass der dann irgendetwas verursacht oder sonst was. Von dem gehen wir nicht aus. Also das ist der Grundgedanke, ich kann hier die positive Energie hier übertragen. Aber was ich morgen sehr wohl den Spezialisten fragen werde, ist, ob es in irgendeiner Art und Weise Rückkopplung gibt. Ich habe es bei mir bisher ausschließen können für mich, aber weil ich die Kristalle in dieses hochschwingende Wasser hineinlege. Das ist eine Schutzfunktion für die Kristalle. Und wenn man jetzt hier diesen Kristall Tage, Woche, Monate lang auf dem Bild mit dem Aktivbecken drauf hat, ob da in irgendeiner Art und Weise der nur positive Energie abstrahlt oder ob irgendetwas retour kommt. Wer ist im Herz offen? Wer kann dann die Frage hier versuchen, seine innere Schutzengel oder wie man sonst immer zu stellen? Gibt es irgendjemanden, der sehr gut verbunden ist? Also die Botschaft ist, einem jeden geschieht nach seinem Glauben. Wenn du das hinlegst mit der Absicht, dass das Heilung bringen möge, dorthin, wo du eben hindenkst, wo du die Absicht heißt, er zieht das Becken, dann geschieht das auch. Okay, gut. Dann bitte, in dieser Runde und in jedem anderen, bitte, der hier mitmachen will, sagt es weiter. Es wird nur das hier stattfinden, dass dieser Kristall positive Energie ausstrahlt und er wird keine negative Energie annehmen. Okay? Gibt es Veränderungen? Gut. Ja. So, hier also diese Übertragungskarte, aber ich habe schon gesagt, hier das Bild, das ihr nachher von mir bekommt, dieser Bereich hier, der ist tatsächlich zerstört, da sind also diese Behälter drinnen. Und da bei den ersten, bei den dritten Meilen ist es zu dieser Kernschwitze gekommen, das geht also nach unten runter. Bei dem geht es nach oben rauf, die Schwingung. Und da ist jetzt dann hier dieses Abklingdecken, das sie nicht rechtzeitig abschalten haben können, wo sie jetzt dann ganz verzweifelt versuchen, diese innenstehenden, Mengenstäbe vorsichtig herauszubekommen. Und das ist irrsinnig schwierig, weil von denen, was weiß ich, ein Viertel oder so gebrochen ist, durch das Erdbeben. Und jetzt sind Frauenzeller nicht wirklich so wie normal herkömmlich computerunterstützte Dinger zum Auserziehen, aber für Menschen ist die Strahlenhandel zu hoch. Und das ist die Pattsituation, was sie derzeit haben. Jetzt sind sie also da nur kühlen, jeden Tag mit hunderten Tonnen von zusätzlichem Wasser. Und wenn ihr da hier jetzt hinten seht, seht ihr das? Mhm. In jedem einzelnen von diesen Behältern hier drinnen ist ungefähr so viel Wasser, dass ganz Salzburg einen Tag lang problemlos auskommen würde. Insgesamt 300.000 Tonnen radioaktiv verstrahltes Wasser derzeit. Und das Riesenproblem dabei ist, diese Behälter, die letztes Jahr, oder wie lange ist jetzt ein Jahr, anderthalb Jahr, die damals hier auf die Schnelle zusammengeschweißt worden sind von herkömmlichen Schlossern gemacht worden. Also nicht von den Leuten, die normalerweise geprüft, zertifiziert, jede Schweißnaht mit Röntgen kontrollieren können und es hundertprozentig dicht ist, diese hochtechnischen Spezialisten, die sind auf das Fördergelände gar nicht hingegangen. Ich habe gesagt, ihr kennt zwar gar nicht so viel Zahlen, ganz egal, was ich von euch kriege, in einem halben Jahr bin ich sowieso hin und kann nichts mehr mit dem Geld anfangen. Und deswegen ist mehr oder weniger jeder, der irgendwie mit dem Schweißen die Grundausstattung hat, ist da hingekommen und hat also hier so gut es halt irgendwie möglich war, natürlich mit einer gewissen Überprüfung,
mit einer Rauchisolierung und so weiter, aber es ist mittlerweile schon so, dass diese Dinger hier weg werden und jetzt schon wieder radioaktives Material ausströmt, aber das nächste große Erdbeben bezogen auf diese Behälter da draußen, das ist das Riesenproblem derzeit, weil früher waren hier meterdicke Betonwände bei Schutz gegen was auch immer und jetzt hat man hier 20 mm Stahlbetonwand, 20 mm, okay? Der Schweißte, und ich bin Schlossermeister, ich weiß, was das heißt, Stahlbehälter baut nicht schweißen. Da kannst du gar nicht so gut schweißen, wenn da ein Erdbeben über, was weiß ich, Stärke 5 oder sowas hinkommt, dann knickt irgendetwas weg, das Teil fällt auf die Seiten und es rutscht was raus. Und deswegen muss ich also jetzt irgendwie geschafft werden, eine Möglichkeit, dass man hier in den Behältern da hinten eben die Radioaktivität runter reduziert, aber hier, das ist sozusagen eine Bekämpfung der Auswirkung. Und das, was wir hier machen wollen, ist eine Beseitigung der Ursache. Mhm. Kristalle auf das Abklingbecken zu energetisieren, dass also die Ursache sozusagen nicht mehr so viel radioaktives Wasser, so hoch radioaktives Wasser rauskommt. Es wird natürlich noch immer irgendwas drin sein. Und wir gehen jetzt probieren. Vielleicht bin ich noch wieder zu sehr der Techniker. Wir probieren es mit Löschung. Löschung der radioaktiven Strahlung. Okay? Ich darf schon rein reduzieren, aber der energetische Hintergrundgedanke ist Löschen. Neutralisieren. Ganz genau. Okay? So, also das ist das Außenfoto sozusagen, das ich jetzt zur Verfügung gestellt habe. Auf dem Ding steht auch eben drauf, da wollen wir die Kristalle außen auflegen. Und das hier ist dieses ominöse Abklimmbecken im AKW. Von diesem Becken hier geht die gesamte hauptsächliche Gefahr aus. Da innen drinnen sind diese zerbrochenen Brennstäbe, die sie nicht herausbekommen. Und genau dieses Wasser wird jeden Tag sozusagen durch neues Wasser gekühlt. Und das muss dann eben zwischengelagert werden. Also hier ist die Ursache und die ganzen Tonnenbehälter da hinten sind die Auswirkungen. Derzeit kriegst du die Kristalle rein und gibst in einen von den Außenbehältern die Auswirkung, wo sie jetzt einmal testen und prüfen, ob es wirklich runtergeht. Und in Wirklichkeit, nach dem, was ich hier reinbekomme, sollte man die Kristalle also da genau hier ins Zentrum des Übels hineinkriegen. Deswegen werden wir hier dieses Bild mit unseren Kristallen vollpflastern und deswegen nochmal nicht drei Kristalle, sondern das Bild ist so hoch. Das sind vier, das sind sechs und so weiter. Okay? Kann sich jeder nehmen, dann so viel, dass für jeden genug da ist. So schaut es dann ungefähr bei mir aus. Kristalle aufgelegt und so weiter. Und dann kommt der Hammer vom umgestellten Platz hinlegen, genau. Kristalle drauf und liegen. Richtig, genau so ist es. Okay, das hier, das was wir machen, das soll sozusagen ein energetisches Netzwerk bilden. Und über dieses Foto mit den Kristallen, die vor Ort sind, verknüpfen, vernetzen, bestärken. Wir sind bei euch, wir geben euch gute, positive Energie. Das ist ein Publikum, das weltweit sozusagen euch Energie spendet und wisst ihr bei der Fußballmeisterschaft, wenn man im Fernsehen hinschaut und es dröhnen auf einmal ein paar Milliarden, ein paar Millionen, Deutsche auch, wenn man das wollt, das heißt, in der Großstadt kannst du auch Fenster aufmachen, du hörst das 17.000 Mal verstärkt. Genau sowas in der Richtung soll also hier auch entstehen, die Vernetzung, die Verbindung der Kristalle untereinander. Ich weiß, dass es funktioniert, der Foto-Fernenergieübertragung. Ich habe es getestet, es entwickelt, es ist erfunden, es funktioniert. Ich würde aber dann vorschlagen, dass man nicht nur das Foto hinlegt und die Kristalle drauf, sondern sich so oft wie möglich meditativ mit dem Kristall verbindet. Und immer in die Absicht gehen, dass die Kristalle die Radioaktivität weltweit neutralisieren und aufheben. Also so schaut mein Platz dabei zu Hause aus, wie ist die ganze Zeit in der Firma drinnen, und dann oben komme ich auch nicht wirklich zum Essen haben, also bei mir ist halt der Tisch so voll geplastert mit diesen Dingen. So, naja, das Ganze ist jetzt dann eben die Sache to be continued. Wir werden schauen, was bei der ganzen Sache tatsächlich rauskommt. Ich hoffe inständig, dass man über den Kanal mit der Kisha irgendwann mitkommen kann, hat es was gedacht, technisch messbar, vergleichbar, in was für Zeitraum, das wäre eine wunderschöne Bestätigung, und ich stehe auf Bestätigung, das ist
schon gut Deutsch ausgefallen. Der Wissenschaftler. Ja, ja, das ist der Techniker, das sage ich mal. Gut, ja, das ist gut. Ja, ja. Das wäre es soweit gewesen und sage jetzt einmal herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Jetzt kommen die Videos. Ganz kurz kommt jetzt noch ein zweites Video. Remember that love is the greatest power on this planet. And there is no time for more important. Unsere Erde ist in Schwierigkeiten. In echten Schwierigkeiten. Ich sage das nicht, um Ängste zu schüren oder Panik zu machen. Aber es ist ein Universum. Die Kristalle, die ihr jetzt hier von uns bekommen habt, sie haben die hohe Schwingung. Die Kristalle, die ihr mitgenommen habt, sind natürlich auf dem gleichen Tisch herinnen und nehmen dadurch auch Energie auf. Wie viel Prozent müssen die ausbringen? Ich will jetzt aber gar nicht in die Wertung gehen. Aber was sehr wohl wichtig und wesentlich ist, anhand von dieser Sangevini-Übertragungskarte könnt ihr die Kristalle, die ihr heute hier mitnehmt, hier dann auflegen auf diese Energieeingangskarte sozusagen. Und auf jeden x-beliebigen Stein, egal wie groß der ist, könnt ihr da noch hier hinaufgeben. Und bitte wichtig dazu, es gehört die Handchakren, können also noch hier so raufgegeben. Ich mache es einmal vor für euch, damit ihr euch da ein bisschen was drunter vorstellen könnt. Mein Gebet schaut jetzt so konkret aus. Ich habe hier schon die hohe Schwingung in dem Kristall drinnen und bei dem neuen Kristall mache ich Folgendes. Lieber Gott, Jeshua, Sananda, Maria, Mutter Gottes, Maria Magdalena, alle Erzengel, Metatron, Michael, Gabriel, Raphael, Zadkiel, Uriel, Samuel, ihr aufgestiegener Meister, Sascha Mein, Kutumi, Serapis B., Adama von Theos, Konfuzius, alle Schutzengel dieser Erde, alle Höhen selbst da, bitte versammelt euch und helft mir, die Energie dieses Kristalles hier entsprechend der jetzt benötigten Energie zu energetisieren, zu heilen, für die Heilung der Erde. Schwingungsanhebung erfolgt in 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 und jetzt. Danke, danke, danke. Okay, ist vielleicht jetzt ein bisschen ausführlich bei mir, das ist mein Standardsatz, ihr könnt es natürlich ein bisschen kürzer machen, laut Sangevini reichen 30 Sekunden aus, aber es muss von Herzen kommen. Diese Herzverbindung mit dem Teil hier, die muss vorhanden sein
Und dann ist also wirklich die volle Energie. Es wird natürlich auch, was ein medialer Großhändler, der wird sich nicht mehr jeden einzelnen Stein antun, das müsste er 700.000 Mal wiederholen. Aber wenn er offen und aufgeschlossen ist, dann kann er also auch ebenfalls einen energetisierten Kristall oder eben so eine Sangevini-Energieschwingung wie hier, aber nur hier raufgeben und auf den Kristall einschwingen. Und was auch immer hier für ein Kristall noch drauf ist, von ganz klein, aber normalen Kristall, das hier gebe ich dann ins Wasser und kann es trinken. Ich habe die hohe Schwingung. Ich habe hier auch eine Sangevini-Schwingung hineingegeben, die wir erst letzte Woche gemacht haben, immer am ersten Dienstag des Monats, ist eben bei der Wahlis draußen dieses Treffen von der Sangevini-Gruppe und da wurde die Energie Weihnachten gemacht. Und es ist wunderbar und schön, wenn du das erste Mal mitkriegst, wie das machen. Es sind meistens so 20 Personen dabei und du kriegst auch als neue Person, bist sofort mit eingebunden, kriegst du einen Zettel, da sind vorne und hinten ungefähr so 200 schon fix fertige Gebete drauf. Gebet, Sangevini heißt, da steht zum Beispiel drinnen Herzenergie, Glaube, Frieden, Hoffnung, aber genauso gut auch wie Magen, Auge, Hals, Ohrproblem, Durchfall oder was auch sonst immer. Es gibt für alles mittlerweile schon eine Schwingung. Und wenn es diese Schwingung bisher noch nicht gibt, wie zum Beispiel Weihnachten hier, dann kommt eben eine Gruppe zusammen und sagt so, und jetzt bitte, jeder einzelne von euch hat zwei Möglichkeiten, eine auf der Vorderseite, eine auf der Rückseite. Sagt mir bitte das Gefühl, das in euch hochsteigt, wenn ihr an Weihnachten denkt. Da kommt dann zum Beispiel von jemandem, der sagt Frieden. Es kehrt Frieden zu Weihnachten für mich wie das A und O dazu. Der andere sagt Liebe. Der nächste sagt Glaube. Der nächste sagt Hoffnung. Der nächste sagt Konsumzwang. Ich will nicht so viel einkaufen. Also alles, was auch immer in der Gruppe hier an Energie drinnen versammelt wird, kommt dann als neue Energie in dieses einzelne Teil zusammen. Das heißt, in so einer Schwingung, die ich jetzt hier habe, sind vielleicht schon hunderte andere Schwingungen irgendwie, wie ein kleines, so ein großes, oben und so weiter. Wir sind da schon drinnen und das hier wird dann wieder verwendet, um eine neue Energieschwingung zu machen. Soweit klar? Also, diese Kristalle, die ihr hier habt, das ist die Mother One, die Blaupause, die höchste Schwingung. Und die könnt ihr über diese Übertragungskarte auf was auch immer, auf einen anderen Kristall bei euch zu Hause, das könnt ihr mitnehmen. Das ist unser Geschenk für euch sozusagen. Wir haben uns die Arbeit und das hier gemacht, damit ihr diese Energie weitertragen könnt. Wir sind nur der Überbringer. Die Multiplikatoren seid ihr. Das heißt, dieses Wissen, dieses Know-how, das wir euch jetzt hier zur Verfügung stellen, gerne weitergeben, zum Beispiel über das Fernsehen, die anderen über, was weiß ich, Bruder, Schwester, Tante, auch wenn es nur so drüber lächeln und so weiter. Es ist Energie und diese Energie kann übertragen werden. Ich weiß es, dass so auch über die Ferne der Funkenergie übertragen werden kann und das ist wunderschön so. Man muss nur auf diese alte Energie einfach wieder mal bewusst sein, dass wir Menschen wahrhaft tolle Geschöpfe sind. Wir sind unser eigener Schöpfer und wir können unsere Gesundheit, unser Leben, es schreibt uns keiner vor, ich muss unbedingt bei dem Job arbeiten. Wenn ich nicht will, dann mache ich nur mein eigenes Leben. Okay? Und wenn ich will, dann gebe ich diese Heilschwingung des Kristalles hier an jeden x-beliebigen weiter. Meine guten Freunde, kommen zu mir, nimm einen Kristall mit, du wirst staunen, auch wenn wir es nicht messen können. Außer die Feinfühligen, die den in die Hand nehmen und sagen, wie war es früher und wie ist es locker, boah. 300%. Vielleicht kriegt es kein Zoll, vielleicht kriegt es eine Farbe, früher war es was wie grau, jetzt ist es auf einmal ein helles Weiß oder tiefes Violett, je nachdem, ob jemand die Aura sehen kann. Also mit Kristallen passieren die tollsten Sachen, man muss nur offen sein. Soweit klar? Gut. Anschließend werde ich einige Worte dazu sagen. Wir werden die Augen schließen, die Kristalle einfach so zu unserem Herzen tun. Und nachdem ich dann fertig bin mit meinem Text, kann jeder noch seine eigenen Gebete damit einschließen lassen. Wir werden das ungefähr so an 10 Minuten, schauen wir mal, wie lange sind wir denn nach Gefühl. Und wenn ich zum Schluss dann dreimal Danke, Danke, Danke sage,
dann ist die Programmierung beendet. Dann Norbert wird uns jetzt was über die Musik im Hintergrund erzählen. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob es interessiert, schau. So viele Informationen habe ich auch nicht, aber sie wurde ja, für eine gewisse Sache bestimmt von der geistigen Welt. Das ist ja auch ein Bildbock in irgendeiner Aktion, wo in frühen Jahren von einem Indianerstamm oder Indianerstämme abgeholt, genommen, und wurde in ein großes Wissen eingeweiht. Ich habe das sehr lange verbracht, ich glaube 20 Jahre. Ich kann das nicht genau sagen, bei diesen Indianern und bei diesen Schamanen, die haben sie das gelehrt, was sie jetzt weiß. Das kommt ja nicht von ihnen gelehrt. Und ihr Auftrag ist eben, ihr Wissen und ihre Weisheit eben zu verbreiten. Und dadurch auch die Kristallarbeit und vieles andere, was ich im Internet sehr viel was ich anschaue, und man merkt, die Frau, die ihre Ausstrahlung, die Übungswissen, ich weiß, was man sich sagt. Außerdem habe ich das Buch schon noch nicht gebracht, oder das ist gelesen. So schön. Zum Freundeskreis, ich habe mich so gewöhnt, ja. Und da war ja die ganze Geschichte drinnen. Und Leo Kleintmader war halt ihr toller Name, war der Name, was mir halt dann gegeben worden ist. Also das war eine Großmutter, ja, weil sie die Weisheit. Als Kind haben wir schon verstanden. Als Kind hat sie verstanden, weil sie die Weisheit schon in ihren jungen Jahren zurück im Kopf hat. Ein altes Wissen. Genau. So, bevor wir aber jetzt noch das machen, dachte ich, bitten. Jetzt gehen wir wieder wirklich ein Ritual oder in eine Meditation. Ja, du musst dann schon bewusst sein, was wir überhaupt machen. Ja. Darum bitte nicht die Füße überkreuzen, Füße mit der Erde verbinden, unser Herz weit öffnen, sich auf das konzentrieren, was jetzt da unsere Aufgabe ist. Und ob der Reiche mehr mitbracht, wenn ich nur. Mit dem Reichen, und zwar mit einem Reichenwerk von Kuan Yin. Kuan Yin ist so zum Vergleichen, wie bei uns Mutter Maria ist, wenn wir eine Osten. Repräsentiert sie die weibliche Energie. Und da gibt es auch ein Räucherwerk. Das Räucherwerk gibt es für alles. Genauso wie es für Western Kristall gibt. Und damals schon für verschiedene für Japan, für den fernen Osten, so Energiearbeit machen. Und ich bin natürlich auch bitten, dass Kuan Yin uns dabei unterstützt, symbolisch mit diesen Leuten. Kuan Yin gehört zum siebten Sträuch. In Saint-Germain. Wir bitten Sie natürlich alle Lichtwesen, uns bei dieser Energiearbeit zu unterstützen. Und immer wieder manifestiert und immer wieder gesehen wird. Er sagte Folgendes. Wie ihr wisst, gibt es auf der Welt Fabriken, die Waffen herstellen und lagern. Sie können die gesamte Menschheit zerstören oder ihr große Schaden zufügen. Bhagwan Haidakans Vishwa Mahadam. Haidakan ist ein Stadt in den Himalaya, wo es Babaji gegründet hat, eine heilige Stadt, und da war sehr oft gewirkt oder gewirkt hat. Ist ebenfalls, Bhagwan Haidakans Vishwa Maharam ist ebenfalls eine große Fabrik. Sie stellen aber nur ein Element her, nämlich das Mantra Om Namah Shivaya. Die Energie des Om Namah Shivaya Mantras wird alle nachteiligen, negativen Energien, wie die der Wasserstoff oder der Atombombe, zerstören und euch beschützen. Über die Worte Om Namah Shivaya konnten wir jetzt sehr lange rezitieren. Es hat so eine große Bedeutung, wenn wir einfach die Übersetzung hergenommen, es sind vier Worte, die sind da drinnen stehen, und das ist Herr, dein Wille geschehe.
Dann das zweite Mantra, das was ich beim letzten Freundeskreis gespielt habe, beim Heilkreis, den ich dir noch ganz kurz vorlesen. Ich habe so etwas verbaut schon gesagt. Die Menschheit heute ist in einem sehr degenerierten Zustand. In Marionetten tanzen die Menschen für dämonische Puppenspieler. Wir müssen die Menschen schützen und ihnen zu Wissen verhelfen. Dafür dürfen wir nicht den Mut verlieren. Jai Mahamaya Kichai. So viel wie Ehr und Preis der göttlichen Energie. Ehre der großen göttlichen Mutter. Shiva Om Namah. Om Namah Shiva. Ach nee, das muss da in der Mitte drauf, oder? Da ist es nicht mehr, oder? Genau. Das streut aus. Ja, komm. Ich darf mich gar nicht so niedersetzen. So, ich habe jetzt auch entnommen, ob sie das gemeinsam gestaltet mit der Manuela Geisbild dran. Das gestaltet man ja, also gemeinsam immer, fast immer. Und hauptsächlich ist zuständig die Manuela, die ich dabei unterstütze mit Beiträgen jeglicher Art und Weise. Mal macht der was, mal macht die was. Mhm. Und wir haben immer sehr viele interessante Themen. Und freuen uns natürlich, wenn die Menschen zu uns kommen und ihre Ideen einbringen. Was habt ihr eigentlich schon so für Themengebiete gehabt, außer das mit Fukushima? Puh, was haben wir gemacht? Das ist ja sehr vieles, alles was mit Spiritualität, Bewusstseinsentwicklung, Energetik zu tun haben, sei es Heilung, sei es Räuchern, sei es Pendeln. Sei es Gespräche, sehr umfangreich, Erdung, Meditationen. Und vielleicht noch eine letzte Frage, vielleicht speziell auf Fukushima. Ja. Was ist Ihnen da ein besonderes Anliegen? Das ist ganz einfach gesagt. Mein Anliegen ist das, dass die Menschheit aufwacht, dass die Menschheit
merkt, was da los ist. Wir haben die Atomkraft nicht im Griff. Atomkraft ist noch ein Aspekt, wo die Menschheit das nicht im Griff hat. Die geistige Welt sagt zum Beispiel immer so, ihr spielt da mit dem Feuer wie ein kleines Kind. Mhm. Ja, wir spielen da mit was, was wir nicht kontrollieren können. Und das ist sehr gefährlich. Also, wir sollten die Finger davon lassen. Und was dann passiert, sehen wir ja. Und wann was passiert, ist die Menschheit nicht in der Lage, das zu kontrollieren. Ja, eigentlich sehr einleuchtend. Sollte man einen gesunden Menschenverstand schon voraussetzen. Ja. Okay, ich wünsche euch noch sehr viel Glück mit euren Freundeskreistreffen und den anderen vielen Projekten, was ihr habt. Ist ja nicht nur Freundeskreistreffen, gell? Ja. Und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Zum Wohle des großen Ganzen und der Mutter Erde. Der Abend ist jetzt fast vorbei und es würde Sie gerne mal fragen, wie haben Sie die Stimmung hier empfunden? Die Stimmung ist sehr, sehr liebevoll. Es tut so gut im Herzen. Ja. Wie sind Sie zu dem Aufruf eigentlich gekommen? Wie haben Sie das entdeckt? Ja, die Manuela schickt da so Mails aus und da habe ich das erfahren, dass diese Veranstaltung da ist mit diesen Kristalle in Fukushima. Ich habe das erst durch Sie erfahren. Es sind halt eigentlich immer so beim Freundeskreistreffen dabei? Gelegentlich. Ich bin im Mailverteiler, aber ich bin nicht immer da, weil ich nicht immer Zeit habe. Mhm. Gelegentlich bin ich da. Ja, sehr schön. Dann wünsche ich Ihnen auch sehr viel Spaß mit den Steinen und gutes Gelingen. Danke. Und einen wunderschönen Abend noch. Danke. Ja, schönen guten Tag. Mich würde interessieren, was Sie von diesem Tag mitgenommen haben. Heute Abend war für mich ganz besonders faszinierend die Möglichkeit, wie wir mit Kristallen umgehen können. Es war mir nicht ganz fremd. Und dennoch, dass die Kristalle weltweit miteinander verbunden sind und wir uns über die Herzensschwingung genauso, auch nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Tieren, Pflanzen und eben Kristallen verbinden können und vor allem heutiger Abend mit Kristallen viel, viel Heilungsarbeit tun können, hat mich ganz begeistert. Sehr schön. Vielleicht noch eine kleine letzte Frage. Sind Sie öfters im Freundeskreistreffen oder haben Sie heute zufällig hierher gefunden? Nein, ich war schon öfter hier und ich darf demnächst auch mein Buch vorstellen, das jetzt am Freitag, den 13. in die Welt kommt. Es heißt Das Geheimnis deines Geburtsdatums und ist mir ein ganz besonderes Anliegen, dass ganz viele Menschen sich selber helfen lernen. Wir haben alles in uns, nicht nur die kristalline Struktur mit den 90% Wasser, aus dem der Mensch entsteht oder besteht, sondern wir haben auch ganz wundervolle andere Heilungsmöglichkeiten in eigener Sache. Das darf ich hier demnächst preisgeben. Ja, sehr schön. Da wünsche ich Ihnen auch hierbei sehr viel Erfolg. Danke vielmals. Und einen wunderschönen Abend. Danke, danke schön. Ihnen auch, vielen Dank. Ich würde gerne von Ihnen erfahren, wie Sie diesen Abend empfunden haben. Für mich war das sehr, sehr intensiv. Ich habe diese Gemeinschaft so wunderbar empfunden, weil das ist eigentlich unser Weg, dass wir zurückgehen in dieses Einssein miteinander. Mhm. Weil im Grunde genommen sind wir alle eins. Und das Bewusstsein fehlt bei vielen Leuten noch. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das immer mehr Leute das jetzt spüren und dass das immer intensiver wird, dass man miteinander wieder ein Miteinander. Ich habe bei meiner Haustür stehen, es geht nicht nebeneinander, schon gar nicht gegeneinander. Es geht nur miteinander, füreinander. Sehr schöner Spruch. Ich glaube, mit diesem Spruch können wir dieses wunderschöne Interview beschließen. Schönen, schönen Abend. Danke, ebenfalls. Danke. Zum Abschluss halte ich Roman Michael Reuter von CryptoTV
mit meinem Selbstversuch nicht außen vor. Ich möchte dazu erwähnen, dass ich alles, was ich in dieser Reihe von Kristalle für Fukushima zeige, keinerlei Empfehlung oder Bewertung für die Allgemeinheit wiedergebe, sondern einzig und allein wertefrei durch Ausprobieren unabhängig vieles aufzeige. Wie der Erfolg in all den hier gezeigten Praktiken bei jedem Einzelnen aussieht, liegt zum einen an jedem selbst, an seinem Vertrauen, Zeit und Übung. So, jetzt sind wir also hier bei der Energieübertragung auf den Menschen. Dazu haben wir das Kristallgerät entsprechend höher gestellt. Ich habe vorher seine Energiewerte ausgependelt, die Chakren und die Bubis Lebensenergie. Und jetzt werden wir 7 Minuten Energieübertragung einschalten. Schaut dann so hier aus. Rechts drin der Wirkung. Er hat hier einen zusätzlichen Kristall in der linken energieaufnehmenden Hand. In der ersten Minute kannst du ihn komplett runtergeben. Dafür habe ich hier oben in dem Bereich einen zusätzlichen Kristall, der für das Scheitelchakra zuständig ist. Der ist die ganze Zeit aktiv. Nach einer Minute, Scheitelchakra ist die Chakrenfarbe violett, die kann man dann hinzuschauen. Nach einer Minute gibt man dann den Kristall hier auf das Stirnchakra, damit man also die Energie von oben sozusagen rein, Stirn, Hals, Herz und geht nach unten runter. Also pro Minute ein Chakra. Dann. Ganz genau. Eine Minute Energieübertragung pro Chakra reicht hier sozusagen vollkommen aus. Wir schalten jetzt um auf Blau für die Stirn. Jetzt gibst du den Kristall bitte auf die Stirn rauf. Und zwar senkrecht. Senkrecht heißt, über diesen Kristall wird Himmelsenergie und die Erdenergie über den senkrechten Kristall miteinander verbunden, sodass die rotierende Energie auf diese einzelnen Chakrenpunkte sozusagen hineingeleitet oder geführt werden. Das ist sowas wie ein Trichtereffekt, würde mir erklärt. Und auch diese Idee mit dem 13. Kristall habe ich von einem sehr energetisch arbeitenden Menschen, das ist der Herr Dr. Dieter Stelzer, bei dem ich einen Kurs gemacht habe, wochenlang über spirituelles Heilen. Wer sich damals hineingestellt hat, war sofort die Rückmeldung da, linkes Auge, rechtes Knie, hier wird energetisch gearbeitet, wunderschöne Energie. Und gibt den Menschen einen zusätzlichen Kristall in die energieaufnehmende Hand, sodass die Energien genau wissen, auf welche Chakra sie jetzt eine Minute lang ausgelegt werden. Ich spüre schon wirklich auf der linken Schädelseite so einen Druck. Okay. So was möglich. Leg ihn weiter auf den Hals bitte, hellblaue Energie. Eine Minute. Bei der Fernenergieübertragung ist es standardmäßig so, dass ich die Person einfach hinlegen kann und idealerweise einen Rosenquarzkristall in der linken energieaufnehmenden Hand auf Herzchakra auflegen und dann einfach mal hineinspüren, ob und was sie eventuell davon wahrnehmen. Wir gehen weiter auf das Herzchakra, Chakrafarbe grün. Dass man so wirklich auch bei Menschen, die von sich aus glauben, dass sie überhaupt nichts spüren, trotzdem sieht, es tut sich was. Und das kann man eben mittlerweile wissenschaftlich mit Biofeedback-Geräten sehr gut nachvollziehen. Gut, das wäre im Prinzip die Kristallenergiesitzung gewesen. Darf ich dich fragen, kannst du jetzt wieder rausgehen? Darf ich dich fragen, ob und was hast du hier für dich wahrgenommen? Schon sehr interessant. Ich habe ja mal so eine Infrarot-Liege mal benutzt gehabt, ja. Die spricht ja immer auf die Regionen an, wo es hapert, ja. Und komischerweise, das habe ich damals da gehabt, in den Lendenbereich da hinten. Okay. Und das habe ich jetzt da auch gespürt, in dem Bereich, ja. Also ich muss da schon eigentlich wahrscheinlich da irgendwas gehabt haben oder haben, ja. Okay. Kehlkopf habe ich ein leichtes. Wie beschreibe ich das? Kribbeln, Kitzeln? Eher unangenehm. Okay. Ja, also so ein Druck, möchte ich sagen. Ja.
gibt es auch was sehr Interessantes dazu zu sagen. Es kann durchaus vereinzelt vorkommen, dass die Menschen meinen, okay, jetzt habe ich was Energetisches gemacht und auf einmal geht es mir aber trotzdem irgendwie ein bisschen schlechter. Da gibt es den sogenannten Kuhschatten-Effekt. Wenn du ein ganzes Jahr lang geprasst hast in deinem Leben und viel gegessen und die falschen Energien und so weiter und dem Arzt wird es dann irgendwann einmal zu bunt, er schickt dich auf Kur. Dann kriegst du von einem Tag auf den anderen auf einmal vegetarisches Essen, Bewegung, gesundes Leben und so weiter. Und am zweiten oder dritten Tag kriegst du auf einmal Hautausschlag, Durchfall, Brechen und so weiter, wo man sich denkt, halt, was ist denn da jetzt los? Findet ein Kampf statt. Ich komme her zu euch, damit es mir besser geht. Lieber Arzt, sag mir, warum geht es mir jetzt dann eigentlich schlechter? Und die Rückmeldung von den Ärzten ist dann mir persönlich auch schon gegeben worden, diese Info. Ja, das ist ein Zeichen, dass der Körper reagiert. Wenn ich vorher immer nur negative Energie, schlechtes Essen, zu hastig, keine Auszeiten, keine Ruhepausen gehabt habe und auf einmal kriege ich eine sehr positive Energie hinein, dann muss das Negative den Körper verlassen können. Und alles, was bei dir jetzt im Körper gelöst wurde, kann über Wasser am besten den Körper verlassen. Das heißt also, dieses Kribbeln im Hals ist eindeutig ein Zeichen, bitte trink Wasser und damit es dir nachher eben besser geht. Na, sehr schön. Noch irgendetwas? Ja, ein leichtes Schwindelgefühl habe ich. Darum habe ich schon zuerst gefragt, ob das schon mal einer ohnmächtig geworden ist. Ja. Und ich glaube, mehr kann man dann, es wird sogar noch mehr schwindelig. Okay. Und wenn man es mal setteln lässt, dann kann man nach ein paar Tagen so noch mehr, glaube ich, natürlich, sagen. Natürlich, bitte. Das war jetzt ein kurzfristiger Energieschub in höchster Regionen. Und das wirkt natürlich auch eine gewisse Zeit nach. Aber ich darf schon sagen, eine Wirkung spürt man schon. Also, gar keine Frage. Ja. An dich bitte, heute in der Nacht, wenn du irgendwelche Fragen an die geistige Welt hast, durch diese Öffnung aller Chakren der Prana-Röhre, stell die Fragen und es werden dir verbesserte Antworten kommen. Und schreib dir die in der Früh gleich auf. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Ja, danke für den Tipp. Gut. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben nun dieses Gerät gesehen, wir haben besprochen, was man machen kann für Fukushima. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schöner Beitrag von der Manuela und von Herbert. Und ich würde mal sagen, das letzte Wort erteile ich jetzt der Manuela und dann den Herbert. Also ich möchte mich mal ganz herzlich bedanken für die Möglichkeit, das Ganze da publik zu machen. Gerne. Und bedanke mich zugleich auch bei allen Menschen, die sich daran beteiligen werden, an dem Projekt zur Rettung der Menschheit. Und das Ganze ist im höchsten Nutzen und Wohle für die Menschen, für die Tiere, für die Erde und für die Umwelt. Dankeschön. Auch ich sage danke für die Möglichkeit. Ich habe jetzt doch mittlerweile schon knapp 6 Jahre hineingesteckt und es ist jetzt das erste Mal, dass man in größeren Rahmen diese Energie zur Verfügung stellen kann. Das freut mich sehr. Und ja, mal schauen, was eben daraus wird, solange also die technische Wirksamkeit dieser Kristallenergetisierung zur Reduzierung der nuklearen Radioaktivität tatsächlich nachmessbar ist. Würde ich mal sagen, hat sich dieser Abend zur Informationsverbreitung durchaus ausgezahlt und ich sage herzlichen Dank für die Möglichkeit, das hier vorzubringen. Und das würde mich freuen, wenn dieser Beitrag sozusagen gut ankommt und die Menschen erreicht. So schaut das Gerät hier aus. Würdiger Abschluss. Schaut dann hier so aus. Und da werden dann einfach diese Kristalle aufgegeben. Und in Abspann bekommt ihr noch die Link-Anweisungen, dass ihr auch in Herbert und Emanuela finden könnt und euch an diesem wunderbaren Projekt für die Kristalle für Fukushima euch beteiligen könnt. Wir würden uns freuen, wenn sich bei uns Musiker melden würden, die für uns die Erkennungsmusik komponieren könnten. Als Gegenzug würden wir dann auch ein schönes Musikvideo für euch gestalten.
Schalten Sie uns wieder ein, es würde uns freuen, und seien Sie behütet und beschützt.